make my money, let's see what I can. I can be sober, I can't stay high. I'm just so sick of the climb and the climb. My name is special, I don't need a fight. But really, baby, I keep you so fine. She needs the money, she cannot decide. We make a good thing, she's a good thing. We make a good thing, she's a good thing. Even a bad one, I'm good for my side. We make that, this ain't even a good side. Dreimal waren unsere Jungs auf Reisen und was soll man sagen, Speyer, Ulm und Erfurt, dreimal unsere Jungs gewonnen. Und das Schöne nach diesen drei Auswärtssiegen,
die Titans, wir sind Tabellenführer. Wunderschöne Momentaufnahme mit einem kleinen Wermutstropfen. Leider verletzte sich ja im Spiel in Ulm unser Mannschaftskapitän Georg Vogtmann sehr, sehr schwer. Noch weiß man nicht, wie schwer die Verletzung ist, aber er ist sehr, sehr optimistisch, dass man ihn zu den Playoffs vielleicht wieder mit dabei hat. Und wie es ohne Georg Vogtmann geht, das haben die Jungs vor rund einem Monat gezeigt schon mal, als es das Hinspiel gab in Koblenz. 69-64, unsere Jungs damals schon erfolgreich mit einer bärenstarken Defense, allen voran mit einem Heck, der dort 12 Rebounds geholt hat, seine Bestleistung in dieser Saison, überhaupt seinen Titans-Bestwert dort hingelegt hat. Und mit diesen Zahlen als Einstimmung, wie es geht, gegen Koblenz zu gewinnen und dass wir weiterhin Tabellenführer bleiben wollen, gehe ich hoch in den ersten Stock zu Jan und Gustav. Ja, vielen Dank, Gustav. Und von uns ein ganz herzliches Willkommen zum 21. Spieltag in der zweiten. Das war Olaf. Sehr gut. Was habe ich gesagt? Gustav. Ach, Gustav. Ist okay. Vielen Dank an Olaf. Für Sie am Mikrofon einerseits mein Kollege Gustav Vollnagel. Mein Name ist Jan Böhnstedt. Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier zum 21. Spieltag in der Pro B Süd. Es sind noch 3 Wochen, dann neigt sich kommen wir zum Saisonhöhepunkt. Aber eigentlich fühlt sich das jetzt schon an, so wie die Playoffs. 5 Spiele in den letzten 14 Tagen für die Dresden Titans. Aber Gustav, aus Sicht von Dresden hat sich das gelohnt, oder? Ja, auf jeden Fall haben wir die letzten 3 Spiele auswärts immer Punkte mitgenommen. Deswegen jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen parteiisch, aber auch verdient auf Platz 1 vorgerutscht. Ein Sieg Vorsprung sogar vom Tabellenzweiten BBC Coburg. Und ja, ich glaube, die Jungs haben sich bisher auswärts hervorragend geschlagen. Die Moral ist hoch und auch der Drive für das heutige Spiel ist klar zu spüren. Also das wird ja heute ein Kracher, meiner Meinung nach. Ja, du hast die letzten Spiele letzten Spiele im Stream verfolgt. Das letzte Heimspiel, das war aber auch von Erfolg gekrönt, sondern wir haben hier zuletzt gesehen das Spiel vom FC Bayern München. Das war auch eine Leistung, die eigentlich schon so einen kleinen Ausblick geben kann für die nächsten Wochen, oder? Ja, wir lassen es mal nebenbei laufen. Also hat sehr gut funktioniert gegen München, die Gäste hier schmal gehalten, offensiv. War es nicht so, dass der Kracher von den Dresden Titans, aber sie haben es am Ende hier super zu Ende gespielt. Wir werden gleich auch die Schlussphase sehen. Sehr wichtig, wo Julius Stahl auch seine Rolle sehr gut eingenommen hatte. Und am Ende das Spiel relativ souverän mit 78-71 gewonnen wurde. Also München kam da nochmal ran. Das war wirklich ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her. Aber das war auf jeden Fall schon ein wichtiger Auftakt, um dann, wie gesagt, 3 Spiele auswärts gegen Speyer mit 87-70, dann gegen Ulm mit 86-70 und dann jetzt gegen Erfurt, wo es ein bisschen geholpert hat dann im dritten Viertel, aber auch da relativ souverän dann das Ding nach Hause gebracht mit 75-66. Und von daher sind wir jetzt in der guten Ausgangslage, in der wir sind. Du hast ja den Spielplan von den Dresden Titans ja auf dem Rechner gerade noch offen. Den Playoff-Baum, die Playoffs laufen ja dieses Jahr ein kleines bisschen anders als geplant. Kannst du nochmal drauf eingehen? Wo stehen wir denn aktuell? Ich meine, Koblenz auf Tabellenplatz 6, die Titans auf Tabellenplatz 1. Nach aktueller Konstellation würden diese beiden Mannschaften auch in der ersten Phase aufeinandertreffen, oder? Genau, wir sehen hier auf jeden Fall nochmal heutigen Spieltag, wie du gerade schon angesprochen hast, der erste gegen den sechsten und auch hier in der Grafik immer ganz schön zu erkennen. Koblenz, laut Prognose müssten sie heute verlieren. Sie haben gegen viele Mannschaften, gegen die Titans gewonnen haben, logischerweise als Spitzenreiter hat man nicht so viel verloren, dann selbst verloren und insofern schauen wir mal, wozu es hier heute reicht für Koblenz. Die haben sich ja nochmal stark verstärkt, aber du hast ja auch die Playoffs angesprochen und aktuell, wenn es so bleibt, dann sind wir in der Gruppe 3, also oben rechts, erster Pro B Süd, und dann vierter Pro B Nord und so weiter. Ihr könnt das zu Hause ja selbst lesen und nach aktuellem Stand würden wir sozusagen gegen den vierten aus der gegenüberliegenden Staffel, gegen Sandersdorf, gegen die Sixers sozusagen antreten und gegen den achten, das ist Stahnsdorf, die immer noch kämpfen. Der Kampf zwischen Schwelm, Köln, Stahnsdorf und Iserlohn ist noch am Laufen. Und dann auch gegen den fünften aus der eigenen Staffel, das ist aktuell Ulm und Koblenz, auch ungefähr in der Richtung München. Also ist noch alles offen, wissen wir aktuell noch nicht so genau, in welche Richtung es da geht. Ja, wird es wahrscheinlich auch jetzt, wenn so viele
Spiele jetzt noch kommen. Die Titans hat ja ein kleines bisschen Pech mit vielen Corona-Ausfällen, aller drei Tage ein Spiel. Wird es wahrscheinlich auch wichtig sein, gesund zu bleiben. Ist auch wichtig da oder gut für die Dresden Titans, dass sie so eine tiefe Bank haben. Und das haben sie ja am Spiel am Mittwoch unter Beweis gestellt. Ja, auf jeden Fall. Arne Wendler dort allen voran, werden wir gleich nochmal im Interview haben. Er hat 13 Punkte beigesteuert, wichtige 8 Punkte in Folge gemacht im letzten Viertel. Und ja, ich glaube, also die Tiefe des Kaders ist durchaus entscheidend, wobei zum Beispiel auch ein Daniel Kirchner in letzter Zeit sehr gut aufgedreht hat. Können gleich auch nochmal die Dreier, weil es so genüsslich war, vom Spiel gegen Speyer einspielen. Das lassen wir mal nebenbei nochmal laufen. Da hat er 6 von 8 Dreiern getroffen. Aber Kader ist entscheidend und die Dresden Titans scoren mindestens mit 4, 5 Leuten immer also zweistellig. Und das ist natürlich einfach schön als Mannschaftsleistung, wenn man sich auf viele Akteure verlassen kann, die auch punkten. Weil in der Verteidigung, müssen wir nicht drüber reden, ist Dresden eins der stärksten Teams der Liga. Ja, und lassen auch sehr wenig Punkte zu. Differenzgrad 92, also sie haben mit die wenigsten Punkte zugelassen. Und von daher, ja, ist die Kadertiefe, wie du schon angesprochen hast, durchaus ein Vorteil von Dresden. Ja, und wir sehen hier gerade beispielsweise nochmal die Seen von Speyer. Da haben ja die Titans verloren. Aber unsere Gästemannschaft Koblenz hat erst vor 3 Tagen gegen Speyer mit 88-76 gewonnen. Also die Liga ist irgendwie unberechenbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade auch nochmal selbst mir vor Augen geführt. Da ist noch alles drin, von Platz 4 bis 8 kann da noch jeder irgendwie irgendwo hinrutschen. Das heißt, die Playoffs werden sich wirklich erst im letzten Spieltag entscheiden. Heute der 21. Spieltag plus ein paar Nachholespiele, die noch zu bestreiten sind für manche Mannschaften. Und genauso ist es auch im Norden. Da habe ich auch gerade schon mal gesagt, da sind 4 Teams, die bisher 9 Siege haben und 10 Niederlagen. Das heißt, da wird es auch auf den letzten Meter nochmal spannend, denn das ist ja der Teil der Tabelle, der uns interessiert, weil das unsere Playoff-Gegner in der ersten Runde sein werden. Genau. Und ein Mann, ja, für den das eine große Woche aktuell war, du hast es gerade schon angesprochen, ist Arne Wendler, hat auch am Spiel gegen Erfurt ein super Spiel hingelegt, 13 Punkte. Und er hatte Geburtstag. Unser Hallensprecher Olaf Kartner hat ihn mal zum Interview geholt und gefragt, wie es ihm da so erging. Spieltagsinterview und wir freuen uns, wenige Minuten vor Spielbeginn mit Arne Wendler noch einmal zu sprechen. Erstmal nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Am Dienstag 22 Jahre jung geworden. Nimm uns mal mit, wie sieht so ein Geburtstag dann aus, wenn man am Dienstag in die Trainingshalle kommt? Ja, erstmal Dankeschön für die Glückwünsche. Im Grunde ist es nicht viel anders als ein normaler Tag. Wir wurden von allen Spielern gratuliert. Und zum Schluss gab es dann noch von Rico, der hat einen Kuchen mitgebracht und ich selbst hatte auch noch einen Kuchen dabei. Haben wir ein Stückchen gegessen und ja, das war es dann eigentlich schon. Wichtigste Frage, was gab es in der Bäckerei Wendler für einen Kuchen? Es gab selbstgemachte Brownies. Nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal über dich so ein bisschen reden. In der dritten Saison bei den Titans, in der ersten 119... Ja, das Interview war irgendwie kürzer, als wir angenommen hatten. Hat der Frank wahrscheinlich dann nochmal zusammengeschnitten. Also unser Chef, unser Technikleiter. Ja, auf jeden Fall spannend, was Arne Wendler da so zu sagen hatte. Und wir werden sehen, er wird vielleicht heute auch wieder in der Starting Five stehen. Werden wir mal sehen. Er ist ja bisher auch ja nicht so ganz so in die Saison reingekommen. Jetzt die letzten paar Spiele hat sie ihm Aufwind gegeben. Ja, ist bei 7 Punkten im Schnitt. Jetzt 2 Rebounds, Wurfquoten sind zumindest auch von außen, außer der letzten Spielbetrachter hat er 100% getroffen, 3 von 3 Dreier ist er ja noch ausbaufähig, aber wir brauchen Arne auf jeden Fall auch als Verteidiger, der kann von 1 bis 4 alles verteidigen, je nach Masse und Klasse des Gegners logischerweise, aber wird heute ein wichtiger Mann sein, aber ich denke, es kommt auch auf die Mannschaftsleistung wieder an, wie angesprochen, viele Titans-Akteure mit zweistelliger Punktzahl in den meisten Spielen und ich glaube, wenn wir das heute hinkriegen, könnte es auch wieder klappen. Jan, du hast dich auch ein bisschen mit der Gästemannschaft auseinandergesetzt.
Was gibt es denn da so zu erzählen über Koblenz? Ja, wenn man sich so die Tabellensituation anschaut, denkt man eigentlich, okay, Koblenz ist eigentlich unauffällig. Die sind ja diese Saison erst aufgestiegen aus der Regionalliga in die Pro B, haben sich für die Playoffs sicher qualifiziert, Saisonziel erreicht und dann beschäftigst du dich mit dem Gegner und stellst fest, nee, die wollen mehr. Die wollen ganz nach oben. Also, liebe Freunde zu Hause, das wird hier ein richtig starkes Spiel. Und die Ambition aufzusteigen hat Koblenz nochmal jetzt Ende Januar mit 4 Neuzugängen untermauert. Insgesamt 4 Leute sind dazugeholt worden. Einmal ein Shooting Guard, Anthony Candy. Und das ist was für einer. 119 Bundesligaspiele, hat unter anderem für Trier und Bremerhaven gespielt. Er war Jugendnationalspieler, er war A2-Nationalspieler. Und hat unter anderem die Hamburg Towers zum Aufstieg in der Pro A-Saison verholfen. Hat dort eine Quote von 37% Dreier und 15,3 Punkte im Schnitt dargelegt. Also das ist ein absoluter Top-Karäter. Eines der größten deutschen Talente gewesen vor 10 Jahren. Das Einzige, was ihm warum es nicht geklappt hat, war eine Schulterverletzung. Zweimal nacheinander, zweimal großes Verletzungspech gehabt. Aber das ist nicht der einzige Mann, der jetzt hier neu dazugekommen ist. Einmal auch der Flügelspieler Bill Porekami hat unter anderem für Schwenningen, Rostock und Karlsruhe gespielt und hat jedem dieser Teams zum Aufstieg verholfen. Ja, beispielsweise Schwenningen hat er da 16,16 Punkte im Schnitt gemacht, 7 Rebounds. Ja, der nächste Kandidat ist der Center Oliver Klei. 2,06 Meter groß, 33 Jahre alt, für Trier, Würzburg und den MBC gespielt. Auch 194 Bundesliga-Einsätze. Unter anderem auch für Jena und hat dort im Schnitt 10 Minuten gespielt. Also das ist eine absolute Verstärkung für diese Teams. Und ein Mann, auf den wir uns heute besonders freuen, das ist ein Mann, den wir auch alle kennen, Philipp Lieser. 3 Jahre für die Dresden Titans gespielt. Er war der Kapitän und hat unter anderem auch beim Auswärtsspiel gegen Rostock. Was war das? Auch einer der Leistungsträger auf Rostocker Seite. 7 Punkte. Schön gemacht. 2 Rebounds. Philipp Lieser wieder erneut mit dem Hunter. Bekommt hier vom Schiedsrichter den Ball übergeben. Lieser. Ah, das hat er. Schöne Bewegung. Super gemacht. Super. Da weiß Tim Vogt gar nicht, wie ihm geschieht, der 25-jährige Point Guard. Gegen Rostock, wo er dort im letzten Viertel einfach einen Layup hätte machen können. Aber er hat den Ball dann einfach reingeknallt mit einer Ansage, ey, hier, Leute, wir wollen aufsteigen. Und war sehr schade, dass er damals die Titans verlassen hat in der Boa. Ja, hier sieht man ja auch gerade an der Freiwurflinie. Davor haben wir auch weiteren wichtigen Spieler auf Seiten der Koblenzer gesehen. Das ist Daryl Woodmore, der macht im Schnitt 14 Punkte, 5 Assists und 6 Rebounds. Das ist mal ein richtig Allrounder, der von draußen auch trifft und sehr gute Wurfquoten allgemein hat. Also Daryl Woodmore mit der Nummer 2 geht jetzt an die Freiwurflinie. Der wird hier heute auch ein ordentliches Wort mitreden. Und insgesamt ist auch also bewundernswert. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Akteure der Gäste, die bisher zweistellig punkten im Schnitt. Und deswegen wird es auch auf Seiten der Koblenzer eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung sein. Und beide Mannschaften werden hier heute richtig Gas geben. Ja, und sich vor allem auch eine gute Position für die Playoffs sichern. Also ich weiß gar nicht jetzt, ob Koblenz noch die Chance hat, sich Heimrecht zu sichern. Dazu müssten sie jetzt alle Spiele gewinnen. Ja, das haben ja nur noch 2 Spiele. Jetzt gegen Dresden und dann gegen Gießen. Und ja, dann müssen sie beide Spiele gewinnen. Dresden kann sich theoretisch noch einen Ausrutscher leisten bei 3 Spielen. Ja, aufgrund, dass sie gegen Coburg das direkte Duell gewonnen haben. Also ein Ausrutscher, damit wir Tabellenführer bleiben. Genau. Wir können auch alle Spiele verlieren und haben immer noch Heimrecht. Also Dresden hat auf jeden Fall die bessere Ausgangssituation, logischerweise. So, und die Schiedsrichter rufen die beiden Mannschaften zur Bank und da übergeben wir mal hier in die Halle und genießen die Spielervorstellung. Okay,
Für unsere Titans und sie werden wie immer angeführt von unserem Urgestein mit der 3, Brian Neeson. Wir begrüßen unsere 4, Daniel Kirchner. Die 5 gehört unserem Bela Wenzel. Vom Prüfungsstress rein in die Arena 7, Lorenz Dumrös. Dienstag, 22 Jahre jung geworden, willkommen die 10, Arne Wendler. Mit der 11 begrüßen wir Sven Marvin Fuß. Ein anderes Urgestein natürlich, die 14, Max von der Wippe. Das Dresdner Kraftwerk mit der 21, Julius Stahl. Seine Rebounds werden heute gefragt sein. 22, alles Gute, Aaron Kaiser. Und wie es geht, hat er beim Hinspiel gezeigt. 12 Rebounds, ich denke, die brauchen wir heute auch wieder. 25, Sebastian Heck. 26, das Willkommen an Lennart Ladisch. Und unsere Titans, sie werden komplett mit der 55. Mittlerweile auch mit seinem ersten Punkt im Männerbereich. Max Weiler, Georg Kupke. Ja, das ist die Mannschaft von den Dresden Titans. Willkommen zum 21. Spieltag. Auch heute ist die Marcon Arena wieder schön geschmückt. Hier der Fanclub Forza Blue war sehr aktiv. Unter anderem haben ja die Fans, die Mannschaft nach 11:30 hier in Dresden mit Bengalos und Plakaten als Tabellenführer begrüßt. Also schöne Szenen, die wir da im Netz verfolgen durften. Und das sollte den Dresden Titans zusätzlich Motivation geben. Ja, wie immer, der Bomber-Spot, um hier wirklich die Bühne zu bereiten für diesen Kracher zum 21. Spieltag in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B. Dresden gegen Koblenz. Ja, Jan, wir haben vor einer Weile angefangen mit dem Livestream, also auch diese Saison, auf einmal sind fast Playoffs. Wo ist die Zeit hingegangen?
Also keine Ahnung, es geht super schnell. Also insbesondere, weil auch so viele Spieler hier sind. Und macht Lust auf mehr. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Pro B auch dieses Jahr wieder so spannend ist. Und ja, ich freue mich auf den heutigen Spieltag. Ja, kann ich nur bestätigen. Ich sitze immer vorm Handy und gucke mir an, wie die anderen Mannschaften spielen. Gucke mir teilweise die letzten Viertel im Livestream an. Also das ist schon fast schon Dauer-Playoff-Charakter. So spannend ist das auch dieses Jahr. Und wir werden sehen, was sich da noch tut. Im Mittelfeld der Tabelle in beiden Staffeln ist es ja noch komplett offen, wer wo landet. Also zumindest viele der Playoff-Plätze sind noch nicht genau besetzt. Und deswegen wird es auch heute hier sehr spannend für Koblenz, was sie hier heute noch reißen können, um Aufschluss zu finden. Und wir begrüßen auch die Schiedsrichter der heutigen Partie. Wir hoffen wie immer auf einen fairen Pfiff von Georgios Polidis und von Philipp Schwörlein. Herzlich willkommen. Und kurz vorm Spiel testen wir auch immer nochmal, ob unsere Verbindung zur Bank auch steht. Wir hören rein bei Fabian Strauß. Wir diktieren das Tempo. Ja? Hey, wenn Sie eine Zone aufstellen, erstes Play ist 5. Denkt dran, beim Second Screen Timing. Okay, kurze Sekunde geben, dann hart attackieren. Ist nichts da, High Post, Low Post, weiterspielen. Okay, weiterspielen, nicht aufhören. Okay, driving kick. Alright, good. Ist es Man to Man? Hey, ist es Man to Man? Folgende Sache. Wir starten bitte Lenny mit dem Ball. Aaron, wir Horn Setup. Okay, Daniel, von innen nach außen, über Sepp, Ball kriegen. Ja, Julius, Space Out. Ja, hey, danach macht Lenny einfach einen Dive runter. Ja, einen Dive runter. Okay, wir sind Regular 4. Jeder verstanden? Gut. Hey, hier Regular 4 spielen wir es nochmal. Wenn Sie, hey, wenn Sie hatchen, Jungs, wenn Sie hatchen, denkt dran, Step zum Ball, werdet den Ball schnell los. Ja, ist es under? Direct Rescreen. Weak Side Space. Okay? Hey. Seid confident in euren Aktionen. Okay? Wir haben 40 Minuten Zeit. Alright? Step by step. Let's go. Hey, get stops and run. Alright? Together on three. 1, 2, 3. Fabian Strauß sagte es, 40 Minuten Zeit. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Gustav, was glaubst du, wer werden hier die ersten 5, die Starting 5 der beiden Mannschaften sein? Ja, du darfst mich leider nicht mehr fragen, was ich glaube, weil ich sehe es schon vor mir. Wir haben bei den Gästen, fangen wir mal mit denen an, Anthony Canty, Philipp Lieser und auch Daryl Woodmore auf den Guard- bzw. Außenpositionen und Calvin Oldham und Brian Butler. Das Monster, das Dunking-Monster, ehemaliger Sprite Slam Dunk Contest Gewinner in Deutschland auf dem Parkett. Und bei den Hausherren starten wir mit Lennart Larisch, Julius Stahl und auch Daniel Kirchner auf der Point Guard Position. Das sind die kleineren Positionen und unter den Körben machen Aaron Kaiser und Sebastian Heck hoffentlich heute den Koblenzern das Leben ordentlich schwer. Auf geht's! Ja, und Gustav, das Erste, was mir auffällt, Lennart Larisch war beim Friseur. Ja, sieht so aus, ja. Kaiser vertändelt den Ball, erste Chance nicht genutzt. Calvin Oldham vergibt den ersten Wurf auf Koblenzer Seite. Kaiser. Daniel Kirchner. Noch 4 Sekunden für den Angriff. Ja, wieder über Kaiser. Diesmal hat er eigentlich eine bessere Ausgangsposition gehabt, aber kann sich dann nicht bis zum Brett rumdrehen. Und dann ist es schwierig. Den hätte er fast haben können. Jetzt Butler unterm Korb. Ja, war Kirchner 1 Sekunde zu spät dran.
Er hat ein bisschen gedrückt, unabsichtlich, aber ganz klar faul. Und den kann Daryl Woodmore dann einfach so reinlegen. Chance auf 3 Punkte Führung für die Gäste. Ja, 3:0 für die Gäste. Wie angesprochen, Daryl Woodmore, sehr guter Schütze. 80% von der Freiwurflinie, geht auch relativ oft dahin. 3-4 Mal pro Spiel oder 2-3 Mal, je nachdem, ob er mit Foul macht oder nicht. Das war schon mal das erste 3-Punkt-Spiel. Was ist die Antwort von Dresden? Kirchner nutzt hier seine Schnelligkeit, sucht hier Aaron Kreiser. Aber schön verteidigt von Philipp Lieser, das hat er geahnt. Ja, da sieht man auch schön, dass sich Koblenz schon auf die Pick-and-Roll-Offensive der Dresden Titans eingestellt hat. Die gehen schön zusammen nach dem Pick. Und jetzt wird Julius Stahl so ein bisschen überrempelt von Brian Butler. Aber 3 Punkte sind es trotzdem, nur ohne Foul. Schiedsrichter signalisiert, get up. Wahrscheinlich einfach aus dem Gleichgewicht gekommen. Ausgleich. Lisa auf Butler. Der wühlt sich durch. Gut verteidigt. Schöne Bewegung von Aaron Kaiser. Der lässt er den Brian Butler richtig aussteigen. Und dann gibt es einen einfachen Layup. Schön die Baseline zugemacht von Aaron Kaiser. Kleines Mismatch jetzt. Heck gegen Lisa und den Brettern nutzt er nicht. Kirchner muss es jetzt im 1-1 versuchen. Macht er und er zählt. Ja, wieder nutzt er seine Schnelligkeit. Ich habe Daniel Kirchner in der Erwärmung einen 180-Dunk machen sehen. Niemals. Sehen, machen. Ich komme gerade nicht aufs Deutsch klar, aber er hat auf jeden Fall in der Erwärmung ordentlich gedankt und ich glaube, der ist richtig fit. Man sieht das auch an seiner Spritzigkeit. Der hat auch die letzten Spiele immer mal wieder einen draufgelegt. Gegen Speyer waren es ja 26 Punkte, 6 von 8 Dreiern und auch auswärts in Ulm hat er, glaube ich, 29 Punkte gemacht. Bisher Career High für ihn. Und das 3-Punkte-Spiel macht er auch. 8-3 Führung für Dresden. Ja, und wir wissen auch, dass die Familie in Berlin wieder sitzt und zuschaut. Erik Kirchner, wir wissen, dass ihr zu Hause die Daumen drückt und ich denke, das wird auch motivieren. Mit Sicherheit. So, Butler ist raus. Woodmore muss er nehmen. Rebound ist wieder bei den Gästen. Das ist natürlich jetzt anstrengend. Lisa probiert es für 3 und den schnippst da rein. Und in alter Lisa-Faustmanier freut er sich darüber zurecht. Wichtiger Angriff für Koblenz. Klarisch. Ja, legt schon ab für Aaron Kaiser. So einfach kann es gehen. 10-6 Führung für die Titans. Ja, das werden sie immer wieder versuchen, das Pick and Roll, die Räume eng zu machen, auch um die Schützen draußen freizuspielen. Also hat diese Saison bisher hervorragend geklappt und macht es auch den Gästen oder den Gegnern immer ordentlich schwer. So, Larisch geht da das 1-1. Eurostep und den macht er, also Wahnsinn. Sehr schöne Aktion von Lennart Larisch. Hat er geübt. Sehen wir nicht das erste Mal von ihm. Lisa wieder draußen frei, gibt aber ab an Butler. Der zieht schön durch und den macht er natürlich dann rein. Schöne Bewegung von Brian Butler. Ah, Julius Stahl hat sich da schön freigelaufen. Oldham, der hat das aber nicht zugelassen. Kassiert ja sein erstes
persönliches Foul. Auszeit. Ja, Auszeit, glaube ich, genommen von Koblenz. Und wir hören rein bei den Dresden Titans. Hey, und Defense, wir wollen nicht mitspringen mit Nummer 10. Okay, wir müssen boxen. Okay, Guards, Pille einsammeln. Okay, Pille einsammeln. Gut. Und sonst, beim Close-Up, bleibt auf euren Füßen. Conteste den Wurf, Rebound. Okay, gut. Hey, folgende Sache. Daniel oder Lenny, ist mir scheißegal, wer den Ball hat. Okay, wir spielen regular vor. Der Ball kommt raus hier auf der Weak Side. Der Fünfer setzt nochmal ein Screen, damit der Dreier nochmal rauskommt. Pass hier hin. Ja. Nochmal ein Handoff. Okay? Jetzt nochmal ein Handoff. Heißt, wir haben hier, ey. Wir haben hier oben den Dreier, den Einser, der Vierer ist low. Okay, der Fünfer ist hier, zwei in der Corner. Ey, noch ein Handoff. Okay, noch ein Handoff. Screen. Einser attackiert. Fünfer rollt. Vierer Space Out. Dreier Space Out. Alright? Let's go. Run it. Get on three. One, two, three. Ja, schön auf den Füßen bleiben, und auf den Füßen geblieben ist auch Lennart Larisch. Wir schauen nochmal rein in die gerade schöne Aktion hier. Kleiner Eurostep, Ball übergehoben, und da kommt auch Brian Butler nicht mehr ran. Nettes Feature, was wir jetzt hier haben. Wir können die Replays uns anschauen. Das ist wirklich hervorragend. Vielen Dank an Frank Brauner, der es möglich gemacht hat. Der ist Chef, Techniker und Friemel Fred, alles in einem. Julius Stahl an der Linie. Na, Julius Stahl kann den Ball nicht reinfriemeln. Der war ein kleines bisschen zu kurz. Müssten wir wahrscheinlich auch übersetzen, das Wort. Ist, glaube ich, sächsisch. Friemeln? Ja, für alle, die nicht aus Dresden kommen oder aus Sachsen. Gustav? Ja, frickeln, vielleicht tüfteln. Ist vielleicht tüfteln das richtige Wort, okay, als Synonym? Tüfteln. Technisch fummeln. Butler wird jetzt gedoppelt. Und schöner Rainbow Layup von Chad Wellion. Jetzt im Spiel für die Baskets. Verkürzen auf 10 zu 13. Also es ist eine enge Partie und relativ viel Scoring ja auch schon in der ersten Hälfte des ersten Viertels. Ja, schön gesehen von Aaron Kaiser. Ein bisschen zu spät. Eine Sekunde eher der Pass, und der wäre noch einfacher gewesen für Lennart Larisch, aber so hat er ihn trotzdem gemacht. Und Lisa zieht jetzt nicht vorbei, sondern Julius Stahl passt auf und geht zum Korb, und den macht er rein. Schöne Sequenz jetzt von den Dresden Titans. Da ist Anthony Kenty, von dir angesprochen, mit den knapp 200 Bundesliga-Einsätzen. 119. Ach so. 190. Insgesamt haben die Spieler über 300 Bundesliga-Einsätze. Also die Qualität auf dem Feld ist wirklich riesig. Und vor allem auch die Erfahrung. Ja, also das Durchschnittsalter von Koblenz im Schnitt über 26 Jahre alt. Anthony Kenty 29, Bill Borokami, Oliver Clegg 33 Jahre alt, Philipp Lieser ist auch schon 31. Ja, übrigens, das ist fast mein Jahrgang, ja. Das ist ein Jahr älter. Übrigens vor kurzem Vater geworden, Philipp Lieser. Ah, herzlichen Glückwunsch nach Wolmirstedt an die Lieser-Familie. Freut mich. Und die Stadt, die du gerade angesprochen hast, Wolmirstedt. Alle vier Neuzugänge kommen von den SBB Baskets Wolmirstedt. Warum? Ja. Na, also Wolmirstedt spielt normalerweise in der Regionalliga Nord, aber das ist laut Corona-Schutzverordnung kein Profisport. Das heißt also, die vier Mann hatten jetzt eine lange Pause und haben sich gesagt, bevor wir hier rumsetzen, da gehen wir nach Koblenz und unterstützen die Mannschaft dort. Ja, richtig so. Also ansonsten hätte wahrscheinlich sich auch Koblenz die Spieler gar nicht leisten können. Aber aufgrund der langen Pause müssen die Spieler wahrscheinlich noch ein kleines bisschen trainieren, um in die alte Form zu kommen. Ja, sie werden sich wahrscheinlich untereinander sehr gut verstehen, aber sie müssen sich ja auch integrieren in
die Mannschaft der Baskets, die schon mehr als die Hälfte der Saison bestritten hatte. Während wir hier sehen, wie Daniel Kirchner so ein bisschen vom Feld humpelt, das sieht nicht gut aus. Der ist umgeknickt gerade beim Rebound-Versuch. Das wird jetzt bitter für Daniel Kirchner. Da muss er hoffen, dass es nur der momentane Schmerz ist, der Schockschmerz. Und dass es dann für ihn weitergehen kann oder zumindest nicht so gravierend ist. Brian Neeson von draußen, der ist kalt, aber trotzdem nicht schlecht. Ja, das ist einfach diese enorme Belastung. 5 Spiele in 2 Wochen. Ansage von Brian Butler, schöner Slam-Dunk von ihm. Super Aktion. Haben die Titans ein bisschen gepennt. Der nächste Versuch von ihm. Ah, da wird immer besser. Schön nachgefasst von Julius Stahl. Schöner Rebound von Julius Stahl. Gefällt mir richtig gut jetzt auch hier schon zu Beginn der Partie. Und jetzt muss die Defensive helfen. Brian Butler alleine unterm Korb. Kann er nicht nutzen. Das ist der Go-To-Guy unten. Da geht die Defense natürlich drauf. Und das ist zu einfach. Im Rücken davon gestohlen, obwohl da gar nicht so viel Platz war. Daryl Woodmore macht die nächsten einfachen Punkte. Arne Wendler postet sich da auf, sagt, er hat ein Mismatch, aber wird sehr gut verteidigt von Anthony Canty, der weiß, wie man es macht. Und Brian Neeson, schade mit einer schönen Aktion, aber verliert den Ball. Das ist natürlich bitter, dass Daniel Kirchner jetzt fehlt. Aber Brian Neeson macht das auch ziemlich gut, schön verteidigt von ihm. Aber ein bisschen unkonzentriert im Abschluss, Arne Wendler. Der Ball ist immer noch bei Dresden und Wendler fast aus der Ecke. Jetzt Heck auf Stahl. Macht er. Ja, schöne richtig. Aktion, Julius Stahl. Da hätte man auch mal auf Replay drücken können, aber ich habe den Dank von Brian Butler natürlich im Kasten. Also bei der nächsten Gelegenheit schauen wir uns den nochmal an. Freue ich mich schon drauf. Vor allem in Zeitlupe, oder Jan? Das wird geil. Aber geil wird vielleicht auch dieser Angriff. Nee, zu früh gefreut. Doch, sehr schön. Wieder ganz einfach unter den Korb gepasst. Da ist Koblenz ein bisschen anfällig jetzt hier im ersten Viertel. Das ist zu einfach für die Titans. Thompson. Muss jetzt wieder ziehen. Schöner Stop. Aber der ist zu kräftig. Letzte Minute läuft. Leonard Larich probiert es allein. Ja, das ist schöne Bewegung, aber vielleicht wäre er doch besser beraten gewesen, da mal nochmal rauszupassen. Andererseits 2-for-1-Situation. Koblenz kriegt nochmal den Wurf und die Titans können wahrscheinlich ausspielen. Brian Neeson hat den Ball. 4 Sekunden Differenz. Das werden sie wohl runterspielen wollen. Ja, Leonard Larich signalisiert. Ruhig. Machen wir ganz entspannt. Pick and Roll mit Arne Wendler. Muss werfen. Ja, beide Teams da verwundert, dass es noch nicht vorbei war, aber ich habe ja gesagt, 4 Sekunden Unterschied hatten wir noch. Und bevor wir reinhören, schauen wir uns jetzt wirklich nochmal den Dunking von Brian Butler an. Hier, bitte schön. Was für ein Kracher. Würde sich fast lohnen, den zweimal anzuschauen, aber ich glaube, einmal ist genug. Und ja, wir hören rein bei den Hausherren, bei den Dresden Titans. Foul. Verstanden? Gut. Hey, on offense. On offense. Jungs, die spielen Fake Defense. Die spielen Fake Defense. Okay? Bewegt den Ball oder aus dem Pick and Roll, kurz verzögern, zack, dann attackieren. Werdet ihr alles haben. Okay? Folgende Sache. Wir gehen bitte in unser Two. Okay? Aber gleich direkt in Two Down. Okay? Hey, Curse Screen, dass Arne rauspoppt. Okay? Dass Arne rauspoppt. Kuppi, du weg. Lenny, Ball hier hin. Brian, du setzt den Screen für Max, der in der Short Corner wartet.
Ja? Hey, wenn der Ball hier unten ist, Arne. Ja? Lenny, Brian, Kuppi. Hey. Screen away. Phil, Hard Cut. Hard Cut. Okay? Hey, auffüllen, auffüllen. Okay? Play it, play it. Let's go. Let's go. Ja, 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 ja. Du hast erst den Kürzkrieg für Arne und dann. Hey, schön Schuss. Und Defense, frühzeitig kommunizieren. Located the shooter. Okay, located the shooter. Und sonst, glaubt auf euren Füßen, gerade bei Nummer 10. Alright? Let's go, let's get it, let's get it. Together on three. One, two, three. Klare Ansagen von Fabian Strauß. Verteidigung konzentriert bleiben. Georg Kupke jetzt bereits schon mit von und in der Partie. So Nummer 55 bekommt hier seine ersten Minuten. Georg Kupke ja, einer der Küken im Team mit 19 Jahren. 1,89 Meter großer Point Guard aus den eigenen Reihen. Ja, ich denke, Fabian Strauß muss einfach nach der Belastung der letzten Wochen viel rotieren, die Bank bringen. Das wird jetzt in der Schlussphase der Saison eine immer größere Rolle spielen. Und wenn ich so Daniel Kirchner verletzt an der Seitenlinie liegen sehe, dann ist das auch dringend nötig. Also vielleicht können wir ja dann im Laufe des Spiels nochmal Infos von Daniel Kirchner zum Gesundheitszustand nachliefern. Aber auf dem Feld hier unten geht es schon wieder Schlag auf Schlag. Die ersten zwei Punkte für Koblenz durch Lukas Meyer. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass Georg Kupke, Brian Neeson und Lennart Larisch, also alle drei verbliebenen Point Guards, auf dem Feld sind. Ja, mal sehen, was die Strategie ist. Max von der Wippel versucht sich da durchzusetzen und das ist hart verteidigt, aber das ist das, was Fabian Strauß auch mir gegenüber vorher gesagt hat. Wir müssen die Physis der Koblenzer auf jeden Fall matchen, also ihr entgegentreten und uns nicht unter physischem Wert verkaufen sozusagen. Und Max von der Wippel hat es hier gut drauf angelegt. Pfiff geht auch, glaube ich, auf jeden Fall in Ordnung. Brian Neeson ist draußen frei. Larisch, Mitteldistanz. Na, knapp, fast der Steal indirekt. Und den schmeißt er weg. Ah, schön verteidigt. Ja, Daryl Woodmore lässt sich ein bisschen aus dem Konzept bringen, bewegt sich eigentlich ziemlich gut. Muss dann nur schauen, dass die zwei offenen Spieler angepasst werden und nicht der Einwechselwürfel, den man da unten noch am Spielfeld dran sieht. Der spielt nicht mit. Interessanterweise Mann des ersten Viertels auf Seiten der Dresden Titans, Julius Stahl, 10 Punkte schon. Aber vielleicht auch heute von ihm wieder ein tolles Spiel. Hat ja massiv dazu beigetragen, dass es gegen den FC Bayern, gegen die zweite, zu dem Sieg gereicht hat vor zwei Wochen. Im vierten Viertel wichtige Layups unter den Brettern verwandelt. Gut verteidigt von Max von der Wippel. Grenzte an Schrittfehler, aber ging noch in Ordnung, so wie es die Inoffiziellen hier gesehen haben. Ja, und Woodmore versucht es gegen drei Mann und deswegen kriegt er auch den Pfiff nicht. Geht er nochmal hoch, auch vorbei und jetzt haben die Dresden Titans den Ball. Ja, Arne Wendler lässt sich ein bisschen einschüchtern da von der Präsenz der Koblenzer. Hat er eigentlich einen sehr freien, guten Blick zum Korb gehabt. Ja, und Lennart Larisch kann es nicht glauben, aber ich glaube, das geht absolut in Ordnung. Auf den Arm gehackt. Wir können auch mal schauen, ob wir es im Replay... wir haben es nicht mehr drauf, aber wir sehen hier nochmal schön, wie Lennart Larisch sich ein bisschen ärgert über sich selbst. Wahrscheinlich weiß er ganz genau, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, aber so ist es manchmal. Deswegen geht jetzt Bill Borekambi an die Linie. Chance auf das 3-Punkt-Spiel. Knapp vorbei. Larisch. Da kommt der Pick von Max von der Wippel. Zusammenspiel mit Brian Neeson. Jetzt versucht er es allein und 3 Punkte durch Lennart Larisch. Schöner Wurf. Ja, den wollte er unbedingt, hat man gemerkt. Und ein bisschen ist es auch jetzt eingefahren auf
der Offensivfront der Dresden Titans. Die Koblenzer machen die Räume schön zu. Jetzt auch Unerfahrenheit ein bisschen vielleicht eine Rolle spielt bei den Dresden Titans. Woodmore, Borekambi, Schrittfehler. Dachte ich erst, aber Schiedsrichter plädiert dann doch auf Foul vor dem Wurf. Ein Wurf für die Gäste. Der Wendler kriegt sein erstes persönliches Foul. Bisher recht foularme Partie. Max von der Hüppel muss da jetzt vor Brian Butler bleiben. Das ist eine schöne Bewegung. Da haben wir auch gesehen, wie hoch Brian Butler da springt, selbst beim Sprungwurf, nicht nur beim Dunking. Da haben auch Maxi seine langen Arme keine Chance. Larisch ist frei aus seiner Sicht und den nagelt er auch rein. Also der mag es auch von ein bisschen weiter draußen. Zweiter Dreier von ihm. Schön verteidigt von Max. Von der Wippel bleibt er vor Brian Butler. Der muss kämpfen. Und jetzt muss auch die Halbzeit da sein. Oh, das ist bitter für Max, der da klar die Verteidigungsposition verloren hat. Schlägt da noch auf den Ball, aber da wird wohl die Hand auch dazwischen gewesen sein. Wir schauen uns nochmal den ersten Dreier an, auch von Lennart Larisch, den er gerade reingedrückt hat. Oh, schon einen Meter hinter der Dreierlinie. Zack, war er drin. Und dann einfach nochmal von der anderen Seite. Aber das Multi-Replay, das werden wir wahrscheinlich erst nächste Saison anbieten können. Ja, schauen wir mal. Koblenz hat mittlerweile reagiert. Der Trainer Danny Rodriguez setzt jetzt den erfahrenen Mann ein, Anthony Canty. Sie erkennen ihn an der Nummer 99. Und auch Gene Lewis jetzt mit der Nummer 0 auf dem Feld. Also auch er punktet fast zweistellig, 9,6 Punkte im Schnitt. Das hat ja der Sportdirektor Thomas Klein kritisiert oder ja angemarkert, dass im letzten Viertel den Koblenzer immer so ein bisschen die Luft ausgeht. Und die vier Neuzugänge sollen natürlich da Abhilfe schaffen. Also Danny Rodriguez, der Coach von Koblenz, wird hier fleißig durchwechseln. Foul gepfiffen an Lennart Larisch. Foul gegen Nummer 0, Marley Jean-Louis. Erstes persönliches Foul. Ja, du hast angesprochen gerade, die vierten Viertel war auch im Hinspiel ein Thema. 4 Minuten vor Schluss stand es 62 beide und dann haben die Dresden Titans die letzten 4 Minuten 7-2 gewonnen. Und das ja, in der Halle der Hausherren sozusagen, also der Koblenzer. Das zeichnet dann vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Schwäche ab. Brian Neeson mit dem Layup. Ja, Dresden Titans machen es den Koblenzern hier nicht leicht. Die Verteidigung steht, die Steals werden alle in leichte Punkte verwandelt und deswegen sind sie jetzt auch mit 10 Punkten vorne. Butler findet draußen Jean-Louis frei, aber der geht nicht rein. Kleine wichtige Phase jetzt für Koblenz. Larisch. Schöne Aktion von Bela Wenzel, der jetzt auch seine ersten Minuten hier bekommt. Nächste Youngster auf Seiten der Dresden Titans. Ja, 19 Jahre jung, 1,95 Meter Shooting Guard aus Berlin. Aus der NBBL-Schule der Berlin Tigers Kreuzberg zu uns gekommen. Das war sein dritter Freiwurf in diesem Jahr. Ah, interessant. Und bestätigt damit die Quote aus den ersten beiden Würfen, 50%. Okay. Auch Bela Wenzel sehr sprunggewaltig sozusagen. Weißt also du, wenn noch ein bisschen krasser als Daniel Körner. Den habe ich auch hier 180s und sowas machen sehen. Also da bin ich gespannt, wenn der mal einen Fastbreak hat. Da geht's ab. Aber du wolltest auch gerade noch was reinwerfen. Ich wollte auf Philipp Lieser zu sprechen kommen. Also wenn ich ihn so spielen sehe, dann weiß ich, warum ich ihn die letzten Jahre so vermisst habe.
mit dem Kopf durch die Wand, bringt so viel Energie auf das Feld, er hat jetzt gerade den Ball, die Nummer 92. Merken Sie sich diese Nummer, das ist der ehemalige Titans-Spieler, 3 Jahre hat er hier gespielt. Und ich bin mir sicher, dass er natürlich ausgerechnet hier beweisen möchte, was er für eine enorme Qualität hat. Ja, Lisa bisher mit 5 Punkten, ein Dreier schon eingestreut. Und Foul gegen Brian Butler. Unterm Korb gehalten gegen Aaron Kaiser. Ja, Brian Butler ist nur 1,98 groß. Das ist für einen Power Forward, also jemand, der auch unter den Brettern viel unterwegs ist. Natürlich nicht riesig, aber er hat lange Arme, er hat viel Sprungkraft und er hat auch eine gewisse Masse, die er natürlich mitbringt. Aber das hat auch Aaron Kaiser. Ja, Brian Butler 105 Kilo, das ist schon eine ordentliche Ansage. Larich zieht ja schön zum Korb. Aaron Kaiser 101 Kilo, also er hat sogar ein bisschen mehr Masse, aber Aaron Kaiser ist natürlich ein kleines bisschen größer und kann sich dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Platz verschaffen. Timeout Koblenz. Wir hören rein beim Gästetrainer. Was ist das für eine Aussage, Digga? Sag mal. Zeig mal die Scheiße, Alter. Hey! When do you want to start playing defense, guys? Hey, it's the 3rd game now. We cannot win games like this. Hey, if you don't fucking go hard on defense, we're not gonna fucking win. And we're not gonna go nowhere in the playoffs. Your body language sucks down there. It sucks. When do you want to start playing defense? Our offense not good enough to pull that away. 23 points in 15 minutes. We're not good enough in offense. So start playing defense. Move your fucking ass. Let's go. Let's go. Hey, go five for offense. Let's go. Also ich glaube, das ist unnötig zu übersetzen. Ich glaube, das hat jeder verstanden, auch der keine englische Sprache spricht. Das war eindeutig. Ja, dieses F-Wort, das ist liebevoll, energisch, soll das ausdrücken, reißt euch den A auf. Vielleicht müssen wir hier noch so eine kleine Einblendung machen. Achtung, explizite Sprache, explicit language, beziehungsweise steht ja auch früher auf den Rap-Records oder auf, sag ich mal, sehr grafischer Musik, steht ja auch immer drauf, Achtung, Sprache. Und das war auf jeden Fall explicit vom Coach Danny Rodriguez. Aber er nimmt kein Blatt vor den Mund und er hat meines Erachtens auch die richtigen Worte gefunden. Also sein Team, die schlafen hier nicht, aber die sind einfach ja so ein bisschen beeindruckt, glaube ich, von der soliden Verteidigung der Dresden Titans. Sie müssen nicht besonders viel machen, kriegen leichte Steals und vorne dann, wie auch schon angesprochen, die leichten Punkte. Lisa zieht zum Korb. Ja, das war ein Foul. Foul gegen Philipp Lisa, aber nicht geahndet. Ja, schade. Aber du hast ja schon angesprochen, Philipp Lisa will auch oft mit dem Kopf durch die Wand. Das heißt, die Schiedsrichter sehen das natürlich. Da ist keine Lücke und er zieht es dann nur mit seinem Körper. Und da geht dann vielleicht auch mal der ein oder andere Pfiff, der unter normalen Bedingungen gegeben wäre, verloren. Larisch, schöner Crossover, hält sich Lisa schön vom Leibe. Na, da hätte man vielleicht sogar schon eher werfen können. Und Larisch wühlt sich da unter dem Korb irgendwie durch. Was für eine Sequenz, hatten die Dresden Titans auf jeden Fall ziemlich viel Glück, dass sie die noch erfolgreich abgeschlossen haben. Aber die Titans punkten jetzt kontinuierlich. Also hohe Trefferquote von Dresden. Ja, das ist korrekt. Wir gucken mal kurz rein. 2-Punkte-Würfe bei den Hausherren, 73%. Also das ist schon ziemlich hoch. Dreier bei beiden Mannschaften nicht so überragend. Wir gucken uns nochmal die Szene von gerade eben an. Larisch zieht da über die Mitte, verliert da fast den Ball. Philipp Lieser hat die Hand drauf und dann kommt er doch noch irgendwie zum Abschluss. Und die Pille rollt rein. Also wie gesagt, ein bisschen glücklich. Aber das Glück des Tüchtigen, wie man so schön sagt. Lennart Larisch bisher absolut drin im Spiel. Was macht Koblenz? Die Mannschaft muss reagieren. Und jetzt probieren sie es von außen. Anthony Candy, das ist dieser gute Schütze.
fast eine Quote von 40% in den letzten Jahren. Er kann werfen. Ah, schade. Sebastian Heck vergibt nochmal und dann... Das war doch nicht Sebastian Heck, das war doch Eigenkorb, oder? Ich habe es aufgenommen, wir können es uns anschauen, wenn nicht demnächst schon wieder die nächste spektakuläre Aktion auf uns wartet. Philipp Lieser denkt sich zweimal vorbei. Und die Punkte zählen. Also Korb zählt. Jetzt müssen wir noch mal kurz aufpassen. Also Offensivfoul gepfiffen. Gegen die Nummer 1. Gegen Calvin Oldham. Aber erst nach dem Wurf, deswegen zählt auch der Dreier von Philipp Lieser. Diese Dreier, der irgendwie fast schon am Brett oben war, in der Korbanlage. Also der zählt, aber dann das Foul. Und deswegen Freiwürfe für Sebastian Heck. Und wir schauen mal vorher, wie er das da gemacht hat. Den vergibt er. Ne, hat er selber reingetippt. Okay. Sah von hier ein bisschen anders aus. Also Sebastian Heck hat sich da einfach mal zwei Offensive bei uns gesichert und geht jetzt hier auch nochmal für zwei Freiwürfe an die Linie. Backstein nennt man das auf Deutsch. Du hast vielleicht gehört zu Hause, Ball zuerst am Brett, deswegen hat es ein bisschen bumm gemacht. Zweiter ist unterwegs, der ist sehr hoch und der ist drin. Sebastian Heck füllt hier sein persönliches Punktekonto weiter auf. Und 3 Minuten noch jetzt für Koblenz, um hier ein bisschen ranzukommen. Foul gegen Brian Neeson, es gibt auch Freiwürfe. Er fragte nochmal nach, was habe ich gemacht? Kannst du mir kurz erklären, wo das Foul war, damit er es vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann? An die Linie geht Anthony Kenty. Guter Freiwurfschütze. 2 von 2 bisher, hat noch nicht so oft in den vergangenen Partien an der Linie gestanden. Aber wenn ich mir die restlichen Zahlen von ihm so anschaue, dann müsste er eigentlich ziemlich hochprozentig treffen. Hier trifft er 2 von 2. Koblenz verkürzt und Auszeit Dresden Titans. Und da denke ich mal, wollen wir reinhören. Wenn die Horns Zeit spielen, ist unser Horns Chess. Communicate early the ice. Guard, dictate, dictate. Alright? Wenn er den Handoff zurück hat, dictate. Okay? Sofort ins Eis. Hey, next offense ist 5. Okay? Juju ist unten durch. Ja? Ich hab bitte. Brian muss den Ball kriegen. Brian muss den Ball kriegen. Sepp. Okay? Screen runter auf Aaron. Ja? Hey, und nach dem Screen sofort wieder öffnen. Wenn sie switchen, pass, pass. Okay? Wenn nichts da ist, hey, Sepp. Kriegst vielleicht den Ball? Wenn du einen Ball kriegst, in die Corner, pick and roll. Wenn Lenny den Ball kriegt, pick and pop. Alright? Let's go, let's go, get it, get it. Again on three. 1, 2, 3. Let's go, let's go, let's go. Ja, sehr konzentriert, sehr konkrete Anweisung von Fabian Strauß. Möchte da ein kleines bisschen Ordnung in den Spielaufbau von Dresden bringen. Ja. Hat er... Oder guckt sich von der Seitenlinie sehr genau an, natürlich, was da passiert. Während unsere Drohne hier landet, unser Drohnenflieger Tim Schmidt wieder mit genialen Aufnahmen. Aaron Kaiser unterm Korb, Heck draußen frei, gibt ab an Brian Neeson, der ist drin. Schöne Balllaufaktion der Dresden Titans. Und jetzt sind es dann wieder 13 Punkte, also Koblenz rudert hier. Die müssen wieder in... oberes Fahrwasser kommt. Larisch lässt sich über die Mitte schlagen und der Wurf ist dann drin von Anthony Kenty. Koblenz wieder mit Zone. Haben sie auch schon im Hinspiel genutzt, um den Titans Leben schwer zu machen, aber die Titans haben auf alles eine Antwort bisher. Schöne Aktion, Assist von Lennart Larisch auf Aaron Kaiser. Ja,
später bzw. auch leiser Pfiff vom Schiedsrichter. Aber ich glaube, Sebastian Heck war ein bisschen spät dran, erwischt da zwar den Ball oben, aber unten hat er mit dem Körper geschoben. Aus Sicht der Dresdner die leichten Punkte von Brian Butler verhindert, aber der geht jetzt an die Freiwurflinie. Ist nicht der überragendste Schütze, geht sehr oft an die Linie, 7 Freiwürfe pro Spiel, aber er trifft eben auch nur 4. Das sind 57,3%, um das genau zu sagen, was die Statistik hier ausgibt. Mal sehen, ob er da treu bleibt oder ob er beide trifft. Erster ist drin. Muss ja fast aufpassen, dass er nicht übertritt. Ja, man darf erst über Linie, wenn der Ball am Korb war. Und er macht 2 von 2. Poliert seine Statistik ein bisschen auf. 11 Punkte Rückstand, beziehungsweise 11 Punkte Vorsprung für Dresden. Arne Wendler am Ball, der wurde eben eingewechselt. Bringt er den Pick für Brian Niesen. Jetzt Lennart Larich, versucht es allein. Ja, Schiedsrichter signalisiert, hat man nicht gesehen, hätte nicht mehr gezählt, war nicht im Wurf. Klare Entscheidung, aber Teamfoul Grätze ist eben auch erreicht. Deswegen geht Lennart Larich für 2 Würfe an die Linie. Er hat fast die gleiche Quote wie Brian Butler, 57,6%. Und hier zeigt er uns auch so ein bisschen, warum. Da trifft er von außen fast besser. Ist natürlich Quatsch, aber seine Dreierquote ist bei 38,6% durch die letzten paar Spiele sehr stark gestiegen. Und den zweiten kann er verwandeln. 1,5 Minuten noch. Was ist die Antwort der EPG Baskets? Tiefer Dreier, Kenty, der ist drin. Larich jetzt mit dem Rescreen. Stahl von außen, der ist kurz, hat man schon gesehen. Und Koblenz hat die Chance weiter zu verkürzen. Auf 7 oder gar 6 Punkte, Kenty. Ah, verspringt er der Ball. Ja, es wäre wichtig für das Selbstbewusstsein gewesen für Koblenz. Jetzt nochmal vor der Halbzeitpause Punkte sammeln und den Abstand verkürzen. Die letzte Minute läuft gerade. Wir sehen wahrscheinlich noch 3 Angriffe. Stahl auf Aaron Kaiser. Ja, einfach zu groß. Ja, der Kaiser hat es einfach unter den Brettern. Butler. Gerade nicht korbgefährlich. Woodmore für 2. Tiefer Wurf. Prallt ab. Dresden Titans haben den letzten Angriff der ersten Halbzeit. Larisch. Boah, der schafft es gerade so bei 16 Sekunden über die Linie. Das war schon ziemlich leichtsinnig. 1,5 Sekunden zwischen Shotclock und Spieluhr. Stahl. Den macht er. Julius Stahl. 3, 2, 1. Wieder zu spät. Ja. Da wünscht man sich, dass sie vielleicht doch nochmal vorher auf die Uhr schauen. Also haben wir vorhin ja auch schon im ersten Viertel gesehen. Aber wir sehen hier nochmal schöner Move von Stahl. Viel Fingerspitzengefühl. Und mit diesem Bild gehen wir in die Halbzeitpause. Jan, was haben wir auf dem Programm? Ja, heute kein Halbzeitgewinnspiel. Und vielleicht können wir uns beide nochmal einblenden lassen. Ja, also ihr habt es ja gegebenenfalls schon auf unserer Website heute gesehen. Wir haben ein Playoff-T-Shirt. So sieht es aus. Und ja, kann für 15 Euro erworben werden, wie ihr das schafft. Und wie das geht, erfahrt ihr bei uns auf der Website. Und der Erlös kommt einem guten Zweck zugute, denn der heutige Spieltag wird präsentiert von der Lebenshilfe. Also leider nicht vor Ort wie die letzten Jahre. Es ist ja ein Verein, der im Prinzip ja, Menschen unterstützt, die eine Behinderung haben. Und mit Einkauf von diesem T-Shirt könnt ihr das zu ja, unterstützen. Und ja, ich würde sagen, da haben wir was vorbereitet, beziehungsweise die Kollegen von der Lebenshilfe. Genau, wir haben einen kleinen Spot, den spielen wir jetzt ab. Dann gibt es noch ganz kurz Werbung, dann machen wir eine kurze Pause. Und dann ja, haben wir noch ein Interview, glaube ich, vorgesehen und werten natürlich auch die erste Halbzeit aus. Also macht eine kurze Pause, aber zieht euch auf jeden Fall noch den Beitrag von Lebenshilfe rein. Und dann sehen wir uns hier auch gleich wieder.
Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Janine und ich möchte euch heute im Rahmen der Aktion Playoffs für den guten Zweck, die von unserem Fanverein Forza Blue e.V. organisiert wurde, die Lebenshilfe etwas genauer vorstellen. Aufgrund der aktuellen Situation passiert das natürlich online. Dafür habe ich euch einmal den Ingo Noderer, Sportkoordinator der Lebenshilfe Dresden, eingeladen und der wird euch jetzt einmal Fragen rund um die Lebenshilfe beantworten. Also hallo Ingo, schön, dass du da bist. Hallo Janine, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Gibt es bereits denn eigentlich schon ein konkretes Projekt, dem die von unserem Fanverein Forza Blue e.V. bei den Playoffs für den guten Zweck gesammelte finanzielle Unterstützung zugutekommen wird? Habt ihr da schon was in Planung? Also wir haben bis jetzt immer, wenn wir Spenden von den Forza Blue e.V. bekommen haben, die Spenden auch für unseren Sportbereich verwendet. Das heißt, wir werden es auch weiterhin so handhaben, ne? Vom Sport für den Sport. Und genau, wenn, also ich hoffe natürlich, dass wir ab Mai spätestens wieder Sport machen dürfen mit unseren behinderten Sportlern. Und dann stehen für uns dieses Jahr die Qualifikationswettkämpfe statt für die Special Olympics. Und das sind sozusagen die Sachsenmeisterschaften in diesem Jahr. Und nächstes Jahr dann die deutschen Meisterschaften in Berlin. Und dann das große Ziel nach den deutschen Meisterschaften 2023 sind dann die World Games in Berlin auch zufällig. Alle 4 Jahre die Olympischen Spiele auch für geistig behinderte Sportler. Und ja, das ist so ein langer Qualifikationsmodus. Wir versuchen dort mit 50 Sportlern teilzunehmen. Und da wird natürlich viel Geld gebraucht, ne? Wenn man eine Woche mit 50 Sportlern in Berlin ist, zu den deutschen Meisterschaften, Übernachtung, Anfahrt, Essen, genau, dafür verwenden wir die Gelder. Genau, da kann natürlich auch nach dem Spieltag gerne weiter auch gespendet werden. Du hast auch eben jetzt schon angesprochen mit der weiteren Unterstützung. Wie kann man euch denn abgesehen von der Aktion jetzt anders noch unterstützen? Genau, also bei uns kann man nicht nur Geld spenden, sage ich jetzt mal. Ne? Man kann natürlich auch sich betätigen bei uns im Verein und helfen. Ne? Nebenamtlich, man kann sein Praktikum bei uns machen, ein BFD, FSJ. Ich glaube, wir haben jetzt sogar schon Azubi-Stellen ausgeschrieben. Also ja, es gibt nicht nur Geld spenden, sondern wir sind auch auf Hilfe von körperlichen Tätigkeiten angewiesen. Ne? Also jetzt als Beispiel fällt mir mal ein, wir suchen immer Reisebegleiter. Ne? Unsere behinderten Menschen möchten reisen, so wie du und ich, und brauchen aber oft ja Begleitung, weil sie einfach sich in der fremden Umgebung nicht orientieren können. Und da suchen wir einfach Reisebegleiter, die kriegen eine Aufwandsentschädigung, Kost und Logis. Ja, und das kann man eigentlich ab 18, wenn man volljährig ist, machen. So, ihr habt die Website gesehen, einfach alle Informationen, ihr habt das Video gesehen, alle Informationen, wie ihr spenden könnt, findet ihr nochmal auf lebenshilfe-dresden.de. Also schön, unser heutiger Spieltagssponsor und tolles Projekt. Aber auch, ein Interview haben wir jetzt auch noch. Olaf Kartner hat sich hier unten, Rico Bach von Uni Kero gesammelt. Halbzeitpause und jetzt haben wir schon eine ganze Menge mitbekommen von der Aktion mit Forza Blue und diesen ganz, ganz tollen T-Shirts, die es jetzt gibt. Playoff 2020-2021 mit den Titans und dieser ganzen Geschichte, wo auch Ingo Noderer natürlich auch noch was zur Lebenshilfe erzählt hat, freue ich mich jetzt hier, Rico Bach begrüßen zu dürfen, den Vereinsvorsitzenden von Uni Kero. Und bei unseren beiden Kommentatoren Jan und Gustav sind Sie schon zu sehen, die Playoff-Shirts. Und jetzt Rico Bach, jetzt fragt sich jeder, was hast du damit zu tun? Erklär es einfach mal bitte. Ich bin heute hier als Vereinsvorsitzender, Vereinspräsident des Vereins Uni Kero. Dort geht ja quasi ein Teil von diesen Einnahmen des Verkaufs sozusagen hin. Und in dem Moment bin ich heute in der Funktion heute hier, um da auch mit zu unterstützen und natürlich auch mich zu freuen, wenn dann ab nächster Woche der Verkauf losgeht und die Mannschaft dann natürlich als Playoff-Kandidat und Playoff-Teilnehmer dort natürlich uns unterstützt, auch im weiteren Verkauf sozusagen. Kann man es in Zahlen ausdrücken, was von den 15 Euro Playoff-Shirt, was da in welche Kanäle geht? Oder ist es noch sicherlich eine Geschichte, wie viele T-Shirts verkauft werden? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu sehr festgenagelt.
Nein. Ich denke, der Verkauf selber, in welchen Stückzahlen werden wir sehen, das ist jetzt, denke ich, erstens mal auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist das, was bei uns im Verein ankommt. Und wir selber sind als Verein ja dafür da, Kindern den Zugang zum Sport zu ermöglichen, also in allen Altersklassen sozusagen. Und da ist es dann, jede kleine Hilfe hilft uns natürlich, Vereinsbeiträge zu bezahlen oder andere Hilfen quasi irgendwie zu ermöglichen. Und wenn dann diese ganze Geschichte jetzt mit Pandemie und allem vorbei ist, dann brauchen wir jeden Cent. Und da ist es dann extrem wichtig, dass da heute überhaupt oder generell die Woche jetzt demnächst was verkauft wird. Jetzt hattest du es schon so ein bisschen angedeutet, für was Unikero steht. Vielleicht mal ein, zwei absolute Highlights aus eurem Vereinsleben. Was ihr einsammelt, mit welchen Akteuren ihr im Kontakt seid und natürlich, was ihr versucht habt an den Geldern, auch was ihr mit umzusetzen versucht. Genau. Also grundsätzlich ist es so, wir wollen Kindern den Zugang zum Sport ermöglichen. Alle Kinder, die in sozialen Schieflagen sind, wo es finanziell nicht möglich ist, wo Vereinsbeiträge nicht bezahlt werden können, wo es darum geht, auch Mittel zur Verfügung zu stellen, auch in den Vereinen sozusagen. Und der Verein selber ist so strukturiert, dass wir Geldspenden bekommen, dass wir natürlich wie heute solche Aktionen mit beteiligt sind. Und dass uns Sportler unterstützen, indem sie uns Trikots geben, die wir verkaufen, die wir weiterverkaufen, wo wir dann Michael Ballack seine Trikots oder viele andere und David Stroh seine Schuhe. Es ist im Prinzip ein ganz großes Potpourri von Sachen. Und Basketball ist auch so ein Thema, dort wo viele Leute eigentlich da sind, auch wo jetzt heute im Prinzip vor dem Internet, dann dort an der Stelle kommt viel Geld zusammen, wo wir das dann weitergeben können. Wunderbar. Also über diesen Kanal und diese Playoff-Shirts kommt eine ganze Menge jetzt auch in Richtung der Lebenshilfe, wo ja uns ja Ingo Noderer ja gesagt hat, was da die nächsten großen Projekte sind, bis zu den großen Spielen, die da in Berlin anstehen. Letzte Sache natürlich jetzt nicht nur Unikero und Lebenshilfe. 20 Minuten gespielt. Was sagst du zum Spiel noch abschließend? Ist jetzt sehr überzeugend. Ich hoffe, dass das so weitergeht und natürlich, dass die Verletzung, die sich da jetzt so angedeutet hat, nicht tatsächlich irgendwie schwerwiegend ist und dass das quasi positiv weitergeht. Davon bin ich überzeugt und drücke auch die Daumen. Dann sage ich Dankeschön, Rico Bach, für dein Engagement mit Unikero und natürlich hoffen wir natürlich, dass viele, viele Playoff-Shirts verkauft werden, dass auch eine ganze Menge für die Lebenshilfe Dresden zusammenkommt. Dankeschön, Rico Bach. Vielen Dank, Olaf. Das sind die Dinger. So sehen sie aus. Also, Freunde zu Hause, Informationen findet ihr auf dresden-titans.de. Dort findet ihr den Link zum heutigen Stream und auch die Informationen, wie ihr das T-Shirt bekommen könnt. Macht das bitte auch. Der Stream, ich meine, ist kostenlos, ist ein Riesenaufwand. Die Lebenshilfe braucht es, der Nachwuchs braucht es. Also, tolle Geschichte. Wir machen eine kurze Pause und hören uns dann gleich mit der Analyse zur ersten Halbzeit. Und jetzt kommt das Erfolgsteam von Magon ins Spiel. Prickelnd frische Magon Mineralwässer. Aufregend leckere Magon Bittergetränke. Magon. Prickeln frisch seit 1903. So, kurzer technischer Fauxpas, das soll uns aber nicht davon abhalten, hier mit dem Livestream fortzufahren. 21. Spieltag, eine Halbzeit haben wir gesehen, die Baskets Koblenz auswärts bei den Dresden Titans. Die Titans haben 48 Punkte in der ersten Halbzeit erzielt, Koblenz 35. Gustav, du hast dir die Statistiken angesehen, deine Einschätzung?
Ja, sehr gerne, mache ich gleich. Den Dresden-Spot, den werden wir wahrscheinlich dann nochmal bringen zur Viertelpause. Müssen wir nochmal schauen, ob wir den zum Laufen bekommen. Kriegen wir bestimmt nochmal eine Info. Wir schauen auf die Statistik der ersten Halbzeit. 48,35. Ja, viel besser kann es nicht laufen aus Sicht der Dresden Titans. 14 Assists, wie immer sehr gutes Zusammenspiel. Da nur 3 Turnover zu Buche stehen, ist auch die Effektivität entsprechend deutlich höher als bei Koblenz. Und auch die Wurfquoten können sich sehen lassen bei den Titanen. 61% aus dem Feld und 36% von der 3-Punkte-Linie. Die Gäste halten sich ein bisschen im Spiel durch die Freiwürfe. Ja, okay, auch nicht die Top-Quote, aber auch sie, sag ich mal, sind mit ihren Statistiken voll im Rahmen. 10 Assists auch ziemlich gut trotzdem. Und sie müssen einfach besser treffen und einfach weiter gut verteidigen. Und dann können wir davon ausgehen, dass Koblenz nochmal zurückkommt. Aber vielleicht schaffen es auch die Dresden Titans, hier den Deckel drauf zu machen, schon im dritten Viertel. Das ist ja nicht das stärkste Viertel der Dresden Titans für gewöhnlich. Müssen wir mal schauen, was jetzt auch Danny Rodriguez da für Worte gefunden hat. Er hat sich ja ziemlich deutlich schon in der Auszeit ausgedrückt, aber auch Fabian Strauß wird natürlich wissen, dass Koblenz hier voll drauf geht. Und wir sehen hier auch die Vorbereitung der Dresden Titans, die ist auf Verteidigung ausgelegt. Die wollen hier das Bollwerk auf jeden Fall strahlen lassen und fest vermauern diesen Sieg. Und ich glaube, wenn sie so weitermachen wie bisher, dann wird es auch funktionieren. Was denkst du, Jan? Ich bin einfach gespannt, wie sich jetzt Koblenz in der zweiten Halbzeit zeigen wird. Ich meine, die Bank ist tief besetzt. Sie haben eine unfassbare Qualität im Spielerkader. Aber die Männer, die Verstärkung, die im Januar kam, die haben es aktuell noch nicht so richtig gezeigt. Und für mich ist auch spannend, einfach wie sich die Männer im Team untereinander finden werden. Ich meine, Philipp, Lisa kam als Unterstützung für Thompson. Jetzt hat eigentlich Lisa mehr gespielt als Thompson. Und mal gucken, es wird auch so ein kleiner interner Konkurrenzkampf geben auf Seiten von Koblenz. Ich bin gespannt, wie sich die Mannschaft hier in der zweiten Halbzeit präsentieren wird. Wir hören auf jeden Fall bei Fabian Strauß rein. Der hat dort schon seine Mann zusammengerufen, um sie für die zweite Halbzeit vorzubereiten. Slip den Screen in Low Post. Ja, slip den Screen in Low Post. Lenny, du hast noch keinen Dribbling benutzt. Ja? Vielleicht kannst du ihn runterschmeißen. Okay? Hey, wenn du unten bist, bleibst du bitte unten. Sepp, ja, du kannst wieder zurückkommen, Pick and Pop. Okay, ist ganz simpel. Hey, guck, dass wir hier gutes Spacing haben, weil da drei oder vier Leute stehen. Ja, ja, deswegen, genau, Julius bleibt erstmal, ja. Wenn hier Aaron slippt und Sepp nachkommt, langsam auffüllen. Okay? Hey, Jungs. Und Defense, diktieren, okay? Frühzeitig, wenn wir auf der Seite sind, call it. Guards genauso. Und seid an der Hüfte, Pick and Roll, seid an der Hüfte, seid aggressiv. Okay? Let's go. Let's go. Get on the team. 1, 2, 3. Seid an der Hüfte, seid aggressiv. Die Ansage von Fabian Strauß. Wir schauen mal, welche Mannen er auf das Feld schickt. Ich sehe Kaiser, Larisch, Stahl, Brian Neeson und Sebastian Heck. Wir haben aktuell noch keine Informationen, wie es Daniel Kirchner geht. Wurde an der Seitenlinie behandelt, aber sobald Informationen vorliegen, teilen wir die euch natürlich sofort mit. Ja, wir sind kurz vor Beginn der Partie. Soeben hat sie wieder den Fluss aufgenommen und vielleicht dann nochmal die Topscorer auf beiden Seiten. Also Lennart Larisch hat sich da mit 14 Punkten nach vorn geschoben vor Julius Stahl mit 12 Punkten und bei den Gästen ist es bisher Brian Butler wie gewohnt und Anthony Kenty hat dann auch seine 7 Zähler bisher beigestreut, aber es ist, wie man schon sieht, bei 35 Punkten noch nicht so üppig und da muss mehr kommen. Auswärts muss man schon an die 80 oder 75 Punkte rangehen, sonst wird es schwierig und die Titans sind hier absolut auf Kurs, sich das Ding zu holen. Mal sehen, wie das dritte Viertel sich entwickelt. Sehr aggressive Verteidigung von Koblenz. Also da bin ich mir sicher, dass da Danny Rodriguez die passenden, motivierenden Worte gefunden hat. Also so wie Koblenz hier aus der Kabine kommt, aus den ersten 30 Sekunden, gefällt mir richtig gut. Ja, muss man sagen, man spürt, die wollen es wissen. Maja. Ja, eigentlich ein schöner Wurf, ein kleines bisschen zu kurz.
Brian Neeson bekommt hier den Rebound nicht zu fassen. 14 Sekunden für Koblenz. Meier. Butler hat jetzt noch 5 Sekunden. Schmeißt den raus. Kaum noch Zeit. Abgefangen von der Nadlarisch. Und im Gegenzug Stahl. So einfach kann es gehen. Die nächsten Punkte für die Titans. 50, 35, 15 Punkte Vorsprung. Koblenz muss so langsam reagieren. Also in der Verteidigung gefällt mir die Intensität gut, aber sie müssen natürlich von der Offense dann auch mal die Spielzüge zu Ende bringen, und zwar innerhalb der 24 Sekunden. Ja, Koblenz macht sich jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen zu viel Druck. Die müssen es jetzt mit kleinen Schritten angehen. Stahl weiß nicht so richtig wohin. Larisch. Pass auf Aaron Kaiser. Der war gar nicht so gedacht, glaube ich, von Lennart Larisch. Aber Kaiser kriegt da noch fast die Hände dran. Wer geht jetzt aus dieser kleinen Häuberlei mit erhobenem Haupt raus hier? Koblenz braucht dringend Punkte. Titans sind gut dran. Und jetzt Oldham von außen. Boah, der war flach. Aber der findet sein Ziel. Calvin Oldham. Schnipst das Ding rein. Schöner Wurf. Sein vierter Dreier der Saison bei 18 Versuchen. Also das ist nicht so die Stärke von ihm, aber den hat er gut getroffen. Kaiser gegen Butler. Ja, richtig gesehen. Ja. Da hört man auch Fabian Strauß reinrufen, Aaron, Ruhe bewahren. Ist dann sehr schnell immer auf dem Weg zum Korb. Vielleicht erstmal ein bisschen schauen, wo stehe ich, wo sind meine Mitspieler, kann ich den vielleicht passen oder nicht. Meier auf dem Weg zum Korb. Oldham, Schrittfehler. Ja. Etwas zu ausführlicher Fake da mit dem Kreuzschritt und dann den Passgang zu spät gezogen. Beziehungsweise war der Ball einfach zu spät auf dem Boden. War aber knapp. Brian Neeson. Larisch, Block von Kaiser. Schöne Finte von Larisch, bringt den Verteidiger gut in den Block, aber dann will er es selber machen. Da hätte ich mir lieber den Pass gewünscht von ihm. Irgendwie kommt der Ball zu Brian Butler. Und Fabian Strauß beschwert sich da. 3 Seconds, ruft er. Schiedsrichter erklärt, sieht man jetzt nicht im Bild. War ja eine Wurfbewegung, aber ich glaube, Fabian Strauß hat da nicht auf Brian Butler abgezielt mit der Aussage. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt nochmal Klarheit zum Foul. Kampfgericht war sich nicht sicher. Julius Stahl kriegt sein erstes persönliches Foul, teilt es bisher überhaupt nicht in Foul Trouble. Und Verwarnung jetzt auch nochmal offenkundig an den Schiedsrichterkollegen auch kommuniziert. Dresden mit der Verwarnung beim nächsten Meckern oder der kleinsten Bemerkung, die den Schiedsrichtern nicht schmeckt, gibt es ein technisches Foul. Vollkommen zu Recht. Man darf eben nicht zu viel von draußen rein plappern. Muss auch wissen, wann gut ist. Und Schiedsrichter sagen, du weißt jetzt, wann gut ist. Na, wir können ja auch Fabian Strauß jederzeit hochdrehen. Also, liebe Zuschauer zu Hause, na, kommentiert fleißig mit. Wenn ihr Wünsche habt für den Stream, dann äußert die gerne, wir lesen eure Kommentare. 340 Leute schauen hier schon zu. Wir versuchen natürlich, eure Wünsche zu berücksichtigen. Und Fabian Strauß weiß natürlich auch, dass hier jeder zu Hause mitzuhören kann. Ich glaube, manchmal vergisst das, aber nicht, dass er dann irgendwas Schlimmes sagt. Aber ich glaube, er ist ziemlich in the zone, in the game. Larisch ist auch in the zone mit dem nächsten schönen Move, den wir auch drauf haben. Das schauen wir uns vielleicht dann nochmal an. Oldham. Hat jetzt den Ball, richtig. Woodmore von draußen. Naja, wenn die Dreier reingehen, wird Koblenz hier
doch noch gefährlich, aber aktuell. So, jetzt ein bisschen Irritation. Schiedsrichter sind sich nicht sicher, von wem der Ball ins Aus ging. Wir nutzen die kleine Unterbrechung, schauen uns nochmal den Layup von Lennart Larisch an. Hier, wie man es kennt, gute Schule. Layup mit rechts, abklatschen am Brett, um sich auf den Abschluss zu konzentrieren. Und das Spiel geht weiter. Dresden teilt mit 13 Punkten vorne. Also wenn Koblenz hier nochmal ein, zwei Dreier trifft, dann zünden die, glaube ich, nochmal. Das muss man jetzt unterbinden. Ich glaube, der nächste Dreier ist nicht weit weg. Meier. Corner mit Range-Jumper ist drin. Ja, der gefällt mir gut, Meier. Sehr schönes Tempo, sehr schneller Mann. Auch einen guten Wurf, wie er eben gezeigt hat. Im Gegenzug Brian Niesen mit dem technischen Fehler, also unnötig an der Stelle. Ja, Brian Niesen heute ein bisschen unscheinbar, hat er auch in den letzten Partien wieder ein bisschen abgebaut, in Anführungszeichen natürlich. Brian Niesen, einer der Erfahrenen im Kader der Dresden Titans und immer mit einer guten Schippe Physis und auch Schnelligkeit in der Verteidigung. Hier geht er auch gut in die Öffnung rein, um sich dann nicht picken zu lassen. Meier von draußen, der ist jetzt heiß und da ist der Dreier, den ich angesprochen hatte. Und wir haben sofort die Auszeit von Fabian Strauß. Hey, macht einmal das, was ich euch sage. Macht einmal das, was ich euch sage. Die ganze Zeit, seit 3 Wochen, Motion, drittes Pick and Roll. Play! Gut. Ey, hohen Zeit bitte. Ja, ey, Lenny mit dem Ball rübergehen über den Vierer. Ja, rübergehen über den Vierer. Aaron, setz den Downscreen auf Brian oder Julius. Okay? Setz den Downscreen auf Brian oder Julius. Ja? Die Person kommt bitte hoch. Ey, pass hier hin. Ja? Ey, Handoff zurück. Handoff zurück. Das heißt, dass unser Einser den Ball wieder kriegt. Fünfer setzt den Screen. Attackiert von der Hochkommen. Okay? Ey, wenn sie switchen, der aus der Corner muss sofort bereit sein für den Flash. Okay? Wenn er nicht die Freiwurflinie hat, hat er on top. Spielen wir daraus weiter. Auf geht's. Let's go. Together on three. 1, 2, 3. Jan, du lachst, aber nicht über Fabian Strauß, sondern über die Kommentare im Stream. Ja, die Frage ist, ob wir trinken während des Spiels. Wer fragt denn sowas? Der fragt, Kurvelenzer Jung fragt, trinken wir Alkohol während dem Spiel? Nein, heute nicht. Das kommt immer drauf an, wie die Jungs spielen. Wenn sie gewinnt, dann machen wir uns ein Bier auf. Das kommt vielleicht noch. Ja, schöne Ansage. Also toll, tolles Zusammenspiel auf Aaron Kaiser. 2 Punkte für die Titans. Talk. Eis, hip. Ja, man hört, aber ich sag schon Aaron Kaiser. Fabian Strauß ist aktiv an der Seitenlinie. 3 Sekunden noch. Meier von draußen. Ja, das wäre ein Ding gewesen. Ja, der war auf dem Brett, das heißt, der zählt nicht. Wir schauen uns nochmal die Aktion gerade eben von Aaron Kaiser an. Hier schönes Anspiel von Brian Niesen, gibt da runter. Und dann kommt fast der Dunking, hängt da ein bisschen ab. Schöne Teamaktion. Brian Niesen für drei! Ja, jetzt hat er seinen Wurf gefunden. Ja, und so schnell kann es gehen. Koblenz war auf 8 dran und jetzt sind die Titans wieder auf 13 weggezogen. Tolle Antwort unserer Titan. Philipp Lieser ist jetzt wieder auf dem Spielfeld. Dem wird es gar nicht schmecken, was er hier sieht von seiner Mannschaft. Tja, und Oldham, der hat vorhin getroffen, denkt sich, gehe ich einfach nochmal drauf und schnips den rein, verkürzt wieder auf 10. Also ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, ähnlich wie gegen Bayern hier vor 2 Wochen ist das schon. Noch 8 Sekunden für den Angriff. Larich versucht es allein und die Punkte zählen. Ah, schöner Move. Den macht er gerne.
mal der Dreier von Brian Neeson. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Aktion von Lennart Larisch aufgezeichnet. Aber so sehen wir nochmal den blitzsauberen Dreier von Brian. Und Lennart Larisch geht an die Linie. Führt das Team bisher noch an mit 18 Punkten. Jetzt 19. Und schon sind es wieder 13. Hin und her. Was macht Philipp Lieser? Er hat den Ball jetzt in der Hand und er muss seine Mitspieler in Szene setzen. Na, Punkte zählen nicht mehr. Ja. Mal gucken, was der Schiedsrichter... Foul war an der Hüfte vor der Drehung und deswegen zählt es dann nicht mehr. Also die Bewegung weg vom Korb von Brian Butler. Deswegen auch Einwurf Seitenlinie und Arne Wendler ist zurück in der Partie. Soll sich jetzt um Oldham kümmern. Ja, Lisa macht das schön. Ja, TV gegen Philipp Lisa. Das war von hier oben lustig mit anzusehen. Ich habe Philipp direkt in die Augen geguckt und er hat Sebastian Heck den Stare-Down gegeben und hat ihm auch noch ein paar Worte mit auf den Weg gegeben. Sowas wie, ja, siehst du mal, du kannst mich nicht verteidigen. Also so ähnlich wird es wahrscheinlich gewesen genau sein. Genau in dem Wortlaut, genau das gesagt. Wir fragen den Philipp ja, vielleicht nach dem Spiel nochmal, was es genau war, aber er war natürlich voll mit Emotionen. Ja, also super Aktion von ihm. Schwierig, Philipp Lieser als Typ zu bezeichnen. Er gehört zu den Menschen, die früher in der Schule immer als erstes gewählt worden sind im Sportunterricht. Also der hat einen unfassbaren Willen und auch ja, hohe spielerische Qualitäten. Den Move zum Korb hat er beim MBC Weißenfels gelernt. Und auch schon im Dress der Titans gezeigt, aber schöner Move von Lennart Larisch. Ah, der kommt immer besser in Fahrt. Ja, das ist ein Wahnsinns-Crossover, den der Junge hat. Also der lässt seine Gegner immer aussteigen. Dabei denke ich, Jung ist... Studiert ihr nicht eure Gegner, der macht den immer wieder und er funktioniert und dann hat er eben das Feld komplett vor sich und kann bis zum Korb durchstarten, macht er wieder End One. Also Larisch zieht davon und zieht damit auch den Karren der Dresden Titans aus dem kritischen Gebiet so langsam heraus. 14 Punkte Vorsprung, wir sind kurz vor Ende des dritten Viertels. 2,5 Minuten haben wir noch. Dreier Koblenz. Nicht drin. Larisch macht es wieder schnell. Jetzt muss er aufpassen. Gut gelöst. Heck geht ins Post-up. Schöner Pass auf Wendler. Wieder der Crossover. Brian Neeson. Muss er machen und was für ein Wurf von Brian Neeson. Schauen wir uns noch mal fix an. Hat, glaube ich, nicht funktioniert. Dann schauen wir uns den nicht an, sondern hören rein bei den Gästen. Die sind jetzt mit 16 Punkten hinten. Ich bin gespannt. Hey, I know those might be a fouling call over there, yeah, but those little actions to take the foul, just bring them out of the game, guys. My fault, guys. Hey, on the pick and roll, big, stay long enough so the guards can come back, you know what I'm saying? Let your big guy, trust us. Yeah. Hey, they play that chest side the whole time, okay, yeah? Play the chest side. So little guys scramble over here, be ready to help. If the big guy rolls, you gotta take him, you gotta scramble down, okay? And then we rotate out again. So do that X switch, okay? All right? Hey, right now, Brian got a mismatch over there, okay? Hey, let's go with four play, okay? Four play, we got Brian over there, okay? All right? So we got a different entry, though. Pass it over, yeah? Scream him, you go here, you pop out, okay? Look for Brian down there. Four, let's go, Green. Come on, guys. Ja, sehr konkrete Ansage vom Head Coach Danny Rodriguez. Ist da wahnsinnig unzufrieden. Er haut auch gerade sein Brettchen da in die Ecke. Ja, wobei ich denke, er ist jetzt mit einem kühleren Kopf unterwegs, weil er sieht, seine Mannschaft hat noch eine Chance. Sie müssen aber hier das dritte Viertel wirklich nochmal richtig dominieren, die zwei Minuten.
weil er hat das Team nicht rund gemacht, sondern er versucht jetzt natürlich zu sagen, Jungs, ihr habt noch eine Chance. Ein klares Foul von Bela Wenzel. Geht Philipp Lieser da schon ein bisschen auf die Nerven wahrscheinlich, aber er behält die Ruhe. Titans erst mit dem dritten Teamfoul in diesem Spielabschnitt. 2 Minuten noch im dritten Spielabschnitt. Koblenz muss reagieren. Philipp Lieser. Oh, schönes Zusammenspiel. Ja, schöne Aktion. Lieser auf Thompson. Ja, und wenn du hier auf 10, 12 ran bist im letzten Viertel, da geht auf jeden Fall noch was. Also das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Larisch wird jetzt gestoppt. Nimmt aber den Dreier von ganz weit draußen. Ah, und Arne Wendler verpasst da den Offensiv-Rebound. Oh, und die Bank der Dresden Titans muss aufpassen. Denn die Schiedsrichter sehen das gar nicht so gern, wenn man oh schreit und irgendwie signalisiert, das war doch aus oder da muss ein Pfiff kommen. Aber Georgios Poulidis bleibt ja ganz cool. Finde ich auch gut von ihm. Aber ich denke mal, beim nächsten Mal wird es eine Verwarnung geben. Oder direkt das TV. Es gab ja schon mal eine Verwarnung. Aber ich glaube, die hat sich jetzt erstmal wieder ein bisschen beruhigt, die Lage. Max von der Wippel ist jetzt auf dem Spielfeld und versucht hier Lennart Larisch in Position zu bekommen. Draußen wartet Lieser. Aber der Schiedsrichter hat genau mitgezählt. 3 Sekunden darf man sich in der Zone des Gegners befinden. Und Max von der Wippel war da 1,5 Sekunde zu lang. Im Gegenzug Koblenz. Sie müssen reagieren. Und sie sollten sich dabei nicht so viel Zeit lassen. Ja, und das ist gut verteidigt von Max von der Wippel. Geht da ein bisschen auf Abstand, sodass Brian Butler zum Wurf animiert wird. Und so gut trifft er, glaube ich, nicht aus dem Feld. Schlechter Pass von Max von der Wippel auf der Gegenseite. Natürlich jetzt muss man cool bleiben. 14 Punkte Führung, das wäre ein super psychologisches Polster für die Titans. Koblenz wird jetzt hier auf 2-for-1 gehen. Schnelle Aktion zum Korb. Dann haben die Titans vielleicht nochmal 30, 35 Sekunden Angriff. Beziehungsweise 24 Sekunden, aber es wird noch ein bisschen was übrig sein und das können die Koblenzer vielleicht nochmal nutzen. Also ganz wichtige Phase jetzt, diese 40 Sekunden kurz vor der dritten Viertelpause. Thompson. Ja, und Zaire Thompson im Aus, schön verteidigt von den Dresden Titans. Oh, der ist richtig sauer. Der ist richtig sauer, Thompson. Ja, ich hätte jetzt gern gesagt zu Recht, aber ich habe es auch nicht gesehen. Und Replay, ich muss mal meinen Finger wieder aufs Replay legen. Vielleicht können wir da das ein oder andere nochmal einfangen. 12 Sekunden für den Angriff. Ja, Dresden spielt es wieder runter. Larisch, 7. Auf Wendler, Brian Neeson. Ja, ist leichtfertig vergeben. Ah, den hätte er sich fast wieder zurückgeholt. Und das war richtig unklug aus Sicht der Dresden Titans. Denn Max von der Wippel steht da im Weg. Also ich glaube nicht, dass er es absichtlich gemacht hat. Aber Brian Butler war schon vorbei. Und das ist dann eben laut Regelwerk ein unsportliches Foul. Und das bedeutet Freiwürfe für Koblenz und dann auch noch Ballbesitz. Also die haben hier die Chance, wirklich nochmal ordentlich einzukürzen. Wie viel davon können sie nutzen? Butler trifft den ersten. Trifft erstaunlich gut heute. Auf Basis seiner Statistik würde man es anders vermuten. Aber er trifft heute. Ja, doch, 5 von 10. Habe ich wahrscheinlich zwischendurch nicht mitbekommen, dass er auch mal welche vorbeigeschmissen hat, aber 5 von 10 ist natürlich jetzt nicht so überragend. 6,6 Sekunden für diesen Angriff. Sie müssen schnell abschließen. Philipp Lieser hat den Ball. Er kann sich nicht so viel Zeit lassen. Aber schöne Bewegung von Philipp Lieser. Ein richtig schöner Move. Schauen wir uns auch nochmal an. Und er zeigt ja seine Qualitäten. Unfassbar, dass er genau auch in diesem Moment die Technik versagt. Ja, ganz egal. Wir hören bei Fabian Strauß rein. Seine Ansage an die Männer. Lenny mit dem Ball.
Lenny mit dem Ball. Ich habe Aaron hier, Arne hier, Bela, Brian. Arne, einmal komplett rüberkommen, Ball dahin. Okay? Hey, Bela unten lang, Brian hier lang. Okay? Gut. Hey, Ball unten rein forcieren. Ja, zu Aaron. Okay? Zu Aaron. Gut. Wenn er. Dann die übliche Sache, Screen away, cut in. Okay, füll. Ja? Achtung, geht der Ball unten nicht rein. Ja, geht der Ball unten nicht rein. Swingt ihn zurück auf Lenny. Ja? Ist er denied? Ey, ist er denied? Dribbeln, Backdoor, nächster kommt. Ja? Aaron, du clearst ab mit dem Screen. Entweder auf Lenny oder auf Brian oder auf Bela. Ey, solide unsere Sachen. Nichts von unseren Sachen. Okay? Okay. Ey, wenn du die Pille unten hast, guck erstmal. Schau jetzt. Hey, together on three. One, two, three. Let's go. Ja, Fabian Strauß, sehr fokussiert. Sehr klare Ansage, keine Hektik. Versucht da seine Jungs auf das Gameplay zu konzentrieren. Ja, auf jeden Fall. Und ihr zu Hause, ihr könnt natürlich zuhören. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch. Und zwar präsentieren wir euch die geschätzte Zuschauerzahl im Stream. Logischerweise präsentiert von CSB Steuerberater, Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern. 1751. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr habt Spaß. Und wir sind jetzt mittendrin im vierten Viertel, hätte ich fast schon gesagt. Wir sind noch nicht mittendrin, aber wir sind kurz davor und die Dresden Titans sind auf Kurs. Aber Koblenz ist dran. Die wittern noch hier ihre Chance. 11 Punkte Rückstand müssen sie aufholen. Sollte in 10 Minuten eigentlich kein Problem sein. Jetzt auch wild die Rufe, and one, fordert die Bank. Foul gepfiffen gegen die Titans. Brian Butler geht erneut an die Linie, bisher 5 von 10. Da muss er sich ein bisschen steigern, wenn er seiner Mannschaft da über die Freiwurflinie helfen will. Der ist drin. Und der zweite auch. 7 von 12. Die Quote bessert sich. Bela Wenzel jetzt im Spiel. Und Brian Neeson, Aaron Kaiser, Arne Wendler und Lennart Larisch komplettieren hier die Starting Five im vierten Viertel für die Titans. Und das ist eine glückliche Bewegung von Aaron Kaiser. Lässt er sein Standbein schön auf dem Boden. War kurz vor Schrittfehler, aber dann ist er eben doch unterm Korb und kann ihn relativ leicht reinmachen. Butler wieder unterm Korb. Und den macht er. Ah, schöne Bewegung von ihm. Gefällt mir richtig gut. Ein sehr athletischer Spieler. Zeigt er hier im Duell mit Aaron Kaiser. Und Brian Butler ist jetzt mit 15 Punkten, 4 Assists und 6 Rebounds voll auf Kurs. Hat bisher bis auf anderthalb Minuten voll durchgespielt. Also der wird hier auch noch gebraucht und bleibt deswegen auf dem Feld. Ist ja auch nur ein persönliches Foul, also Foul Trouble gibt es da nicht. In der Zwischenzeit Offensiv-Foul Dresden Titans. Und Gustav, es sind nur noch 9 Punkte Vorsprung für Dresden. Und Koblenz hat Ballbesitz, also entscheidende Phase jetzt. Während Danny Rodriguez mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ja, wir haben es angezeigt bekommen, wieder Verwarnung. Beim nächsten Meckern, beim nächsten Kommentar gibt es einen TV, vielleicht auch gegen die Bank. Die sind jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen, ich will nicht sagen außer sich, aber es sind viele Emotionen hier im Spiel und für Koblenz geht es auch um einiges. Die wollen sich hier noch in Richtung Heimvorteil für die Playoffs schieben. Dafür müssen sie heute gewinnen. Nächste Woche geht es nochmal gegen Gießen. Auch wichtig, aber erstmal müssen sie hier noch was reißen. Und Zaire Thompson, der hört mir quasi zu, der schnipst hier den nächsten Dreier rein, dann sind es nur noch 6 Punkte. Ist das jetzt spannend? Konzentriert zu Ende spielen. Ja, Lennart Larich holt sich da Aaron Kaiser. Aber die Defensive von Koblenz ist jetzt immer besser. Brian Neeson versucht es für 3.
Es ist einfallslos, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, von den Dresden Titans. Und man merkt schon am Gang von den Koblenzern, dass sie jetzt hier die Luft nach oben spüren. Sie wird wieder dicker. Sie sind nicht mehr so weit weg. Brian Neeson hat den Ball. Ja, da muss er aufpassen, aber Überzahlsituation für die Titans müssen sie eigentlich ein bisschen besser nutzen. Ja, vertändelt da ein bisschen den Ball. Brian Neeson vergibt den Vorteil, aber er zieht das Foul. Und jetzt kommt auch Sebastian Heck wieder zurück ins Spiel. Bela Wenzel, der gute Minuten sammeln durfte, geht raus. Fabian Strauß braucht jetzt seine Starting Five, er braucht jetzt seine erfahrenen Jungs auf dem Court. Und bis auf Daniel Kirchner, von dem wir immer noch nicht so ganz wissen, wie es ihm geht, er sitzt am Spielfeldrand. Das heißt, er ist nicht ins Krankenhaus oder sowas abgedriftet. Aber bis auf Daniel Kirchner sind hier alle drauf jetzt und Arne Wendler ist auch gut drauf. Drei Punkte von ihm. Ähnlich wie in Erfurt vergangene Woche. 3 von 3 hat er getroffen. Avanciert er wieder zum kleinen Matchwinner. Fragezeichen. Butler. Arne Wendler hat den Ball. Schön durchgesetzt. Jetzt muss es schnell gehen. Ja. Nächster Dreier, Wendler. Nächster Dreier, Arne Wendler. Den ziehen wir uns direkt nochmal rein. Und Koblenz wird auch zur Auszeit gezwungen. Das heißt, wir hören gleich rein bei den Gästen. Und hier nochmal der zweite Dreier in Folge von Arne Wendler. Ja, der ist jetzt heiß, der spürt es natürlich. Und die Gäste müssen reagieren. Hey, we still got enough time, okay? Hey, okay? Still enough time. We're right there, okay? So keep it up. Hey, you see we get him, okay? You're not gonna hit anymore, okay? Alright? Hey, next offense. Go 5 play again, okay? Oh, matter of fact, no. Go CJ right here. We got Tony, yeah, the 2 offense, okay? 2 offense here, we got Brian over there, okay? Just CJ, you go out. Tony hit Brian here. We play it, okay? Pass it here, we play him here, all right? Let's go, guys. Hey, get some stuff. We're right there. Come on. 1, 2. Ja, ziemlich besondere Ansprache wieder von Danny Rodriguez. Der sagt, ihr seid noch im Spiel, aber ihr müsst es eben jetzt gemeinsam angehen. Versucht es nicht alleine. Ist das spannend. Jetzt haben wir endlich das Spiel, was wir haben wollten. Wobei Koblenz jetzt wieder mit 12 Punkten hinten ist. Also das geht hier echt hin und her, so um die 7 bis 12 Punkte in den letzten 20 Minuten, die Dresden Titans immer in Führung sind. Aber das ging jetzt schnell. Also es waren jetzt zwei, drei Minuten von Koblenz, wo sie getroffen haben. Ja. Jetzt ist die Zeit fast runtergelaufen. 4 Sekunden noch. Lisa von draußen. Lisa! Oh mein Gott! Die kann er dann auf einmal. Ja. Also wenn es drauf ankommt, ist er da. Philipp Lisa, 3 Punkte für Koblenz, 9 Punkte Rückstand. Völlig gedankenlos und die trifft er dann halt. Sonst denkt er oft ein bisschen zu viel nach. Zumindest habe ich so in Erinnerung bei 3-Punkte-Würfen. Aber Arne Wendler ist auch draußen frei. Ah, der war fast drin. Und Koblenz, ja, du hast recht, die kommen jetzt wieder. Brian Butler. Sie müssen jetzt treffen, dann sind sie wieder dran. Philipp Lisa im direkten Duell mit Lennart Larisch. Wir sehen jetzt nochmal den tiefen Dreier von Philipp Lieser. Hier 4 Sekunden noch auf der Uhr. 1,5 Meter hinter der Linie. Und dann flutscht das Ding nur so rein. Schöner Wurf von Philipp. Frischgebackener Vater. Lieser gegen Larisch. Lieser gegen Larisch. Da kommt der Pick. 5, 4, 3. Oh, das war nichts. Das war nichts. Aber da muss Anthony Kenty an seiner Form arbeiten. Der war ja völlig daneben. Er war auch auf letzte Sekunde im Side Fadeaway. Also Siding Away.
vom Korb. Schlechter Pass von Sebastian Heck, aber oh, Koblenz war meines Erachtens dran, aber ich habe jetzt auch zu spät aufs Replay gedrückt. Ja, man ist hier vollkommen mitgerissen von der Partie. Es geht hier wirklich wahnsinnig krass schnell hin und her. Macht auf jeden Fall Spaß. Danke schon mal an dieses tolle Spiel für die Koblenzer. Ja, schön gestanden von Sebastian Heck. Guter No-Call von den Refs. Jetzt wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Also schön eingelaufen. Arne Wendler. War nicht im Wurf. Hatte gerade den Ball erst gefangen. Wenn Arne Wendler suggeriert hätte, dass er den Layup machen wollte, hätte er jetzt bestimmt Freiwürfe bekommen. Aber so gibt es zu Recht auch einen Wurf für die Titans. Wichtige Phase jetzt. Wer dreht das Spiel hier nochmal zu seinen Gunsten? Larisch im Zurückfallen. Ah, schwieriger Wurf. So, Crunch-Time. Die letzten 5 Minuten laufen. Und Koblenz ist ready to crunch. Und die Titans sind ready to foul anscheinend. Viertes Team-Foul jetzt. Jedes nächste Foul schickt Koblenz an die Linie. Das wird jetzt ein ganz spannendes Duell. Auf Koblenzer Seite die erfahrenen Männer und auf Dresdner Seite die jungen Wilden. Ja, also die Koblenzer im Schnitt 4 Jahre älter. Lisa 31 Jahre alt. Ach, und seine Erfahrung zeigt er jetzt auch wieder hier. Er übernimmt Verantwortung, wie wir es von ihm gewohnt sind. Philipp Lisa, Wahnsinn. Nächster Dreier von ihm, verkürzt auf 6 Punkte. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Bitte, bitte cool bleiben. 7 Sekunden habt ihr noch für diesen Angriff. Ja, es wirkt jetzt so ein bisschen systemlos, ohne wirkliche Idee in der Offensive. Ja, und Fabian Strauß hat schon das Timeout angemeldet. Wird also gleich eine Verschnaufpause gehen. Knapp 4 Minuten haben wir noch. Lisa, ist er heiß? Was macht er? Sucht er das 1-1? Nein, er nimmt den Dreier. Und Koblenz hat wieder den Ball. William. Wow. Trifft. Und bevor wir in die Auszeit gehen, schauen wir uns nochmal den letzten Dreier von Philipp Lisa an. Hier wieder ansatzlos draufgeschnipst und Koblenz ist auf 3 Punkte ran. Es sind noch 3,5 Minuten. Ich habe jetzt auf die Wiederholung geguckt. Wir hören rein bei Fabian Strauß. Hey. Folgende Sache. Wir haben hohe Zeit. Okay? Wir haben hohe Zeit. Folgende Sache. Wir passen den Ball auf den Vierer. Ja? Zurück. Okay, Fünfer, setz den Downscreen. Okay, hey, hochkommen. Okay, hey, ich brauche Lenny im Pick and Roll. Der Dreier, der hier drüben ist, Arnitsch. Du gehst hier rüber. Okay, ja. Hey, heißt, ich hab Sepp, Brian hier. Okay, daraus spielen. Jungs, wenn ein Kickout kommt, das ist 3-4 Sekunden. Take the shot, don't think. Okay, let's go. Das Momentum liegt bei Koblenz. Die haben jetzt ganz viele Punkte in wenigen Angriffen aufgeholt. Also Dresden, liebe Dresdner Fans, das wird hier richtig spannend. 3 Punkte Vorsprung für Dresden, 3 Punkte Rückstand aus Sicht von Koblenz. Ja, vor 3 Minuten waren die Titans noch mit 12 Punkten vorne. Jetzt sind es nur noch 3 magere Pünktchen. Und Fabian Strauß sagt, zögert nicht, deckt nicht nach, nehmt den Dreier, wenn die Shot Clock runterläuft. Ansonsten will er Lennart Larisch Richtung Korb ziehen sehen, den macht er rein. Ja. Übernimmt hier Verantwortung und schau in die Augen von Philipp Lisa. Der will es jetzt richtig wissen. Also da bin ich gespannt, was von ihm jetzt noch kommt in den nächsten 3 Minuten. Anthony Canty. Otem Butler muss es jetzt probieren Richtung Korb. Und schön den Rebound geholt von den Dresden Titans. Bitte, bitte jetzt keine Fehler.
einfach konzentriert spielen. Die Verteidigung von Koblenz, die ist aggressiv. Die sind heiß, aber jetzt cool bleiben. Ja, Foul gepfiffen. Zu Recht an der Hüfte geschoben. Zwischendurch gucken wir uns nochmal den Wahnsinns-Layup von Lennart Lahre schon wieder an. Hier zieht er fast das Foul. Eurostep rechts-links, also beziehungsweise links-rechts. Und dann tropft der Ball da rein in die Röhre. Dresden Titans kehren das Momentum ein kleines bisschen wieder in ihre Richtung. Aber hier kann sich alles ändern innerhalb von wenigen Sekunden. Sebastian Heck für 3. Oh, da hat er schon reingeschaut. Das darf doch nicht wahr sein. Aber jetzt Glück für die Titans und Pech für Koblenz. Ja, Jean-Louis kann es kaum glauben. Wir schauen hier nochmal unten links. Unten links können wir es jetzt sehen. Ja, Aaron Kaiser hat den Arm draußen, wird aber auch relativ scharf in Richtung Kopf. Ich glaube unabsichtlich von Oldham eingeschränkt. Also Jean-Louis war das gerade mit der 1. Nee, Entschuldigung, Blödsinn. Du hast recht. Ja, du bist aufgeregt, das ist vollkommen okay. Ich wollte gerade sagen, man muss es nicht pfeifen. Ja, man muss auch wirklich sagen, das ist grenzwertig jetzt. Glücklicherweise gibt es noch keine Freiwürfe für die Titans. Dann wäre es sehr, sehr unglücklich für Koblenz. So sind sie jetzt nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Lennart Larisch muss passen. Oh, das waren meines Erachtens auch 5 Sekunden. Also jetzt zweimal hintereinander. Bisschen glücklich, die Dresden Titans. Heck. Sebastian Heck ackert unter dem Korb. Er ackert sich nochmal eine zweite Chance, aber die vergibt er auch. 2 Minuten haben wir jetzt noch. Gut Zeit. 5 Minuten Führung für die Titans. Und nur 5 Punkte Rückstand aus Sicht der Baskets. Anthony Canty. Er muss abschließen, noch 3 Sekunden. Und das ist ein ganz schwieriger Dreier und der wäre auch fast reingefallen. Also das wäre hier nochmal ein richtiger Aufwind gewesen für Koblenz. Ja, der ist noch nicht so richtig in Form. Also die Corona-Pause merkt man ihm noch an. Was macht Dresden? Ja, wenn sie jetzt scoren, haben sie ein gutes Polster. Larisch auf Wendler von draußen. Ist nicht drin. Und wieder Foul beim Kampf um den Rebound. Wir schauen uns das nochmal an. Hoffentlich haben wir es drauf. Wir achten wieder auf die Mitte des Feldes, auf Aaron Kaiser. Hier guter Position und wird da einfach weggeschoben. Keine Chance auf den Ball von Chad Wellian, der nicht mal versucht, den Rebound zu bekommen. Er ist auch viel zu weit weg. Ja, und dann ist das diesmal zu Recht der Pfiff gegen Koblenz. Vorhin habe ich noch gesagt, ja, der Pfiff war vielleicht nicht ganz berechtigt. Aber der war es auf jeden Fall. Haben wir ganz gut erkennen können in der Zeitlupe. Aaron Kaiser geht an die Freiwurflinie. Eigentlich ist er doch eine coole Socke. Das ist er! Aaron Kaiser, der erste Sitz. Ganz wichtige Punkte. Ich dachte gerade, du sprichst an, er trifft doch eigentlich ganz gut Freiwürfe. Da hätte ich dich auf jeden Fall korrigiert mit knapp über 50%. Aber jetzt immerhin mit 2 von 2 ist es sonst nicht so gut bestellt. Du musst den Männern einen gewissen Vertrauensvorschuss geben, Gustav. Ja, ich vertraue der Statistik. Zumindest als Basketball-Experte. Das ist auch meine Pflicht, aber in dem Moment hat Aaron Kaiser einfach mal gezeigt, dass er die Nerven hat. Anthony Canty. Anthony Canty! 3 Punkte für Koblenz. Mann! Jetzt geht's ja Schlag auf Schlag. Hier aber Dreier Anthony Canty. Wahnsinns coole Socke. Philipp Wieser findet ihn dann noch von oben. Ist er frei. Ja, und den muss er auch machen, wenn er sich Profi nennt. Muss man ganz klar sagen. Verkürzt hier wieder auf 4 Punkte. 71 Sekunden noch zu spielen. Cool bleiben. Nur keine Fehler machen. Lennart Larisch holt sich dort Aaron Kaiser. Ja, gute Verteidigung von Koblenz. 5-4. Ah, schöner Block. Auf jeden Fall sehr gut gemacht von Oldham. So, Koblenz will jetzt drücken. Umgegriffen, nicht geahndet. Ist und es denn der Wahnsinn? Nächster Dreier Koblenz. Nächster Dreier Koblenz. Die sind auf einen Punkt dran. Und Chad Wellian macht hier den Dreier. Hat schon 4 Fouls, aber es ist jetzt total egal. Und wir
hören auf jeden Fall rein, wie Danny Rodriguez sein Team jetzt hier für die letzten 36 Sekunden vorbereitet. Good pass. Hey, we need 5 to the defensive glass, alright? No second chance points for them. 5 to the defensive glass. Hey, all what we need is one stop, okay? One stop right here, okay? No threes, okay? Let's have it a one possession game, okay? No threes. Straight up defense, okay? Like it's just doing, okay? If they score, I got a timeout, okay? Yeah? If not, hey, we go a horn side, okay? Alright? If not, we go a horn side, okay? Guys, one great defense here. Only one great defense and one good offense, and we go home with a W, okay? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go, let's go! We got this! Brian Dyer. Okay? Hey, hey, und nicht weglaufen hier vorne. Seid bereit, wieder Cut zum Ball zu machen. Heide, let's go, let's go. Together on three. Hey, und dann in Horns Side. Horns Side. Okay. Together on three. One, two, three. Rodriguez sagt es. Sie brauchen einen Stop. Also die Defensive, die muss jetzt hellwach sein. Und Dresden muss einfach konsequent und konzentriert diesen Angriff spielen. Und in jedem Fall punkten, weil dann wird es ganz, ganz schwierig. Ja, und vor allem keine Dreier, hat jetzt Danny Rodriguez gesagt. Und Dresden, wenn sie den Dreier haben, müssen ihn vermutlich treffen, sonst wird es hier ein bisschen finster. Ist das spannend. Larisch gegen Lisa. Er holt sich nochmal den Pick jetzt von Aaron Kaiser. Schöne Finte. Und er ist drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben es auch gehört von Danny Rodriguez, wenn sie treffen, haben wir noch eine Auszeit. Wir hören, glaube ich, jetzt bei Fabian Strauß gleich nochmal rein, wie er gedenkt, das zu verteidigen. Aber hier nochmal die letzte Aktion von Aaron Kaiser mit beiden Händen am Ball. Und dann hat er das Glück des Tüchtigen und erhöht auf 3 Punkte Vorsprung. Hey, hey, listen to me, listen to me. Okay? Whoever gets the ball, foul. Foul. Okay? Foul. Hey, aber ein paar Sekunden runter, oder? Ja. Oder nein. Hey, Lenny für Aaron. Gut. Hey. Sobald der Ball drin ist, eine Person den Ball hat, foul. Okay? Hey. Wir wechseln rüber. We got Philip over here, okay? So Tony, you got a ball. You're over Chad's side. You coming up. Two screens here, okay? And then two screens here. So Tony dribble over, pass to Philip, first one, and then we got DJ here for the second one, okay? Hey, if you get a quick 2-point, it's okay. Then foul, okay? Let's go. Ja, quick 2 points ist natürlich das, was Koblenz braucht, um dann zu faulen und die Gäste, also die Hausherren logischerweise, an die Freiwurflinie zu schicken. Aber Fabian Strauß sagt, so einfach lassen wir das hier nicht geschehen. Direkt faulen, wenn der Ball reingeht. Also no threes, logischerweise. Also man muss jetzt nicht faulen, damit Koblenz direkt an die Linie geht. Dann schenkt man ihm nur Zeit. Aber man sollte faulen, bevor es hier zum Dreier kommt. Anthony Canty. Auf Lisa. Ah, da kommt das Foul von Leonard Larisch. Ja, und gute Strategie. Wie schon angesprochen, wollen die Dresden Titans lieber auf ihren eigenen Händen haben. Das heißt, Philipp Lieser bekommt 2 Freiwürfe, kann also maximal 2 Punkte jetzt machen und Koblenz auf einen Zähler ranrücken. Philipp Lieser bisher 8-mal an die Linie gegangen, in den bisherigen Partien nur 3 getroffen. Er ist nicht der beste Schütze. Wie viel Nerven behält er? Er muss vielleicht nur einen treffen, um sein Team noch im Spiel zu halten. Aber einer muss auf jeden Fall rein, weil ansonsten ziehen die Dresden Titans weg auf vielleicht 4 oder 5 Punkte und dann ist es aussichtslos. Tief durchatmen, Philipp. Das wäre jetzt so wichtig für deine Mannschaft. Oh, und er ist drin. Mit Glück noch ein bisschen reingerollt. So, und jetzt Press Break, Dresden Titans. Heck hat den Ball. Klare Ansage, Foul. Zeit muss stoppen. Sebastian Heck bekommt jetzt 2 Freiwürfe und er muss natürlich mindestens einen treffen, denn sonst hat Koblenz die Chance, mit einem Dreier das Ding hier noch zu drehen auf letzter Sekunde. Und Sebastian Heck ist leider auch nicht der allerbeste Freiwurfschütze. Hat eine Quote von 64% in der laufenden Saison, 11 von 17 Würfen.
Hat er getroffen, aber... Der nimmt auch nur einen Freiwurf pro Partie im Schnitt. Das heißt, der steht wirklich sehr selten an der Linie, aber den macht er rein. Das wäre jetzt wichtig. Wenn er den trifft, dann könnte es das schon fast gewesen sein. Und der ist drin. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Sebastian Heck. Hut ab. 2 von 2, du bist eine coole Socke. Ja, Ballbesitz nochmal für Koblenz. Also jetzt Vorsicht, kein Dreier mit Foul zulassen. Lass die Jungs das Ding gern reinschnipsen, aber foult sie bitte nicht aus Sicht der Dresden Titans. Wäre das jetzt naja. Fatalismus pur. So eine kleine Overtime zum Samstagabend. Warum nicht? Ah, ich glaube, ich kann darauf verzichten aktuell, wenn ich Dresdner Fan bin. Aber die Jungs werden auch trotzdem hier versuchen, okay, das Ding abzuschließen, und wir schauen uns nochmal diesen Kracherdank an hier von Brian Butler, der dieses Spiel gebührend beendet. Da ist er. Bam. 79-81. Das ist der Endstand. Wow. Zur heutigen Partie. Glückwunsch an die Dresden Titans. Ihr bleibt Tabellenführer. Puh, jetzt erstmal tief durchatmen. Also Gratulation an die Mannschaft und alle Fans zu Hause. Ich meine, war das ein Krimi. Ja, und auch Respekt an Koblenz. Also, sie haben in diesem Spiel bewiesen, dass man sie auf jeden Fall auf den Zettel haben muss für die Playoffs. Und der Sportdirektor Thomas Klein hat es ja schon gesagt, die wollen die Playoffs spielen, nicht um dabei zu sein, sondern die wollen die Playoffs spielen, um die Playoffs zu gewinnen. Sie wollen ins Finale einziehen, haben sich dadurch oder dafür mit 4 Mann verstärkt. Wir drücken denen die Daumen und vielleicht sieht man sich ja sogar in der ersten Runde wieder. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber erstmal feiern wir hier unten diese Männer ohne Daniel Kirchner, ohne Vogtmann. 5 Spiele in 14 Tagen, aller 3 Tage müssen die Männer hier unten Leistung bringen. Und das machen sie wirklich bravourös. Männer, lasst euch feiern, schickt Grüße hier in die Wohnzimmer, in die Welt. Wir sagen jetzt schon mal danke fürs Einschalten und sagen, bitte bleibt in der Leitung. Ja, wir haben natürlich gleich die Trainer zum Interview, gegebenenfalls auch noch ein Spieler. Ja, Lennart Larisch wird da sein, hat okay, mir Frank schon zugesteckt. Den dürfen wir auf jeden Fall auch noch befragen. Man of the Match sozusagen mit seinen 23 Punkten. Aber hier, die Laola, wir machen mit. So parteiisch dürfen wir sein. Glückwunsch, Jungs, habt ihr toll gemacht heute. Und ja, Jan, du hast schon angesprochen, Koblenz kann uns in den Playoffs natürlich auch noch begegnen. Und mit der Niederlage heute sind sie auf jeden Fall eher im unteren Bracket zu sehen. Also könnten sogar noch durchrutschen auf Platz 7 oder 8. Mal sehen, wofür es reicht. Lennart Larisch hier gerade nochmal eingeblendet, sieht auch recht im Bild. Kommt gleich nochmal zu uns. Vielleicht schauen wir uns kurz die Statistiken an, bevor wir dann in die Pressekonferenz reingehen. Und genau. Ich zeige euch das mal, ja, was sich hier rein abgespielt hat. Also Assists war ja ein wichtiges Thema, ausgeglichen. Punkte, ja, haben wir gesehen, auch ziemlich nah beieinander. Turnover, nicht wie im Hinspiel, 22 aus Sicht von Koblenz, sondern die Dresden Titans wirklich mit einer starken Ballbehandlung und mit einer Topquote von außen. Auch die Baskets aus Koblenz, die haben, glaube ich, 6 von 7 Dreier getroffen noch die letzten 8-9 Minuten. Also Wahnsinn, was wie die da nochmal rangekommen sind. Also sehr, sehr, sehr nah dran und ein Spiel auf Augenhöhe. Und wenn wir uns nochmal anschauen, Topscorer, wie schon angesprochen, bei den Dresden Titans, Lennart Larisch mit 23 Punkten, 8 starke Assists, also 40 Minuten gespielt, der hat durchgespielt, der Mann. Wahnsinn, wir haben ihn auch unten stehen. Und bevor wir zu Lennart runtergeben, schauen wir uns aber auch nochmal bei den Gästen an. Philipp Lieser, Wahnsinn, was der auch wieder reingedrückt hat, wie viel Energie der hatte. 4 von 4 Dreier, 17 Punkte, 4 Assists. Genau gleiche Statistik auch bei Brian Butler. Also die haben es hier nochmal richtig gerockt, die Jungs. Und wir haben jetzt Lennart Larisch unten bei Olaf. Immens wichtiger Heimsieg, 81-79. Und ich freue mich, einen Mann hier vor dem Mikrofon zu begrüßen. Nicht nur 6 Rebounds, 8 Assists, dazu noch der Topscorer des Abends, 23 Punkte. Ist er überhaupt bei Luft? Mal der einzige Akteur, der durchgespielt hat in diesem engen Rhythmus und dann 40 Minuten. Wie ist die Luft? Oh, gerade ist es schon echt, bin ich aus der Puste. Es war ein extrem, extrem toughes Spiel gegen einen guten Gegner.
die es uns vor allem in der zweiten Halbzeit dann immens schwer gemacht haben, das Ding nach Hause zu holen. Aber ja, ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, auf uns, wie wir gefightet haben, wie wir es kompensiert haben, dass wir, dass bei uns zwei wirklich ganz, ganz wichtige Leistungsträger gefehlt haben. Also wirklich an jeden Einzelnen aus dem Team. So, ich bin stolz auf jeden Einzelnen und es war eine geile Teamleistung, eine geile Kampfleistung. Das wollte ich gerade nochmal fragen, schon von Daniel Kirchner irgendwas mitbekommen. Erstes Viertel, genauso gefühlt irgendwie wie bei Georg Vogtmann, auch erstes Viertel in Ulm. Schweißt das dann so in der Halbzeit zusammen, wenn man mitbekommt, Daniel kommt nicht mehr zurück? Auf jeden Fall. Also es gibt immer zwei Möglichkeiten zu reagieren als Team. Entweder man schlägt den Kopf in den Sand und denkt sich, wie kacke alles ist. Aber es ist das, was uns dieses Jahr ausmacht, egal was da auf oder abseits vom Spielfeld passiert. Wenn eine schwere Situation kommt, kommen wir nochmal zusammen und lösen das extrem gut. Also es ist echt, ja. Dann heute Heimsieg, auf jeden Fall, jetzt ist schon mal mindestens auf jeden Fall die Vizemeisterschaft. Playoffs war ja eh schon klar. Man kennt das von Eishockeyspielern, dass die sich so ein Playoffs-Bärte wachsen lassen. Gibt es irgendwelche Rituale, die man eventuell schon bei den Titans angedacht hat für die Playoffs? Nein, normalerweise gibt es auch einen Playoff-Bart im Basketball, wobei wir halt noch über kein Ritual gesprochen haben, weil jetzt erstmal nur der Platz da oben zählt in den nächsten anderthalb Wochen. Und bevor wir das nicht gesichert haben, sprechen wir auch nicht darüber. Alles klar, dann 40 Minuten saustarke, bärenstarke Leistung, Lennart Larisch, und jetzt gute Erholung und dann sehen wir uns ja schon am Mittwoch wieder. Dankeschön fürs Interview. Ja, Lennart Larisch sehr zufrieden, kann er auch sein, und das ist natürlich, ja, man kann es nicht oft genug sagen, eine enorme Belastung derzeit für die Mannschaft. Ich meine, das heutige Spiel, das ist ja kein Abschluss, sondern es geht ja direkt am Mittwoch weiter gegen die Orange Academy, das letzte Nachholspiel in diesem Jahr. Und am letzten Spieltag treffen die Titans auch nochmal auf Hanau. Einen Ausrutscher dürfen sie sich noch erlauben, denn das direkte Duell mit Coburg hat Dresden gewonnen. Und selbst wenn sie jetzt einer der beiden letzten Partien verlieren, bleiben sie auf Tabellenplatz 1 und haben folgerichtig die beste Position für die Playoffs. Wir nutzen die Pause und schauen auch nochmal auf die Anzeigetafel. Auf der linken Seite sehen Sie Dresden, auf der rechten Seite sehen Sie Koblenz. Die gelbe Zahl ist die Punktzahl, die orangene Zahl ist die V-Statistik. Und da fällt auf, Gustav, sehr ausgeglichene Punkte auf beiden Seiten eigentlich, ne? Also ja, wieder vier Akteure bei den Dresden Titans mit mindestens 10 Punkten. Lennart Lahre sticht natürlich raus, Aaron Kaiser auch wieder mit einer tollen Performance, 16 Punkte. Julius Stahl hat mir sehr gut gefallen, 10 Punkte im ersten Viertel gemacht, dann natürlich ein bisschen zurückgetreten, und Brian Butler auf Seiten der Gäste, klar, macht er wieder 17 Punkte. Und auch Philipp Lieser kommt natürlich jetzt in Form, also das wundert mich nicht, hat bisher auch jeweils 12 und 13 Punkte gemacht in den bisherigen Partien, also im Schnitt 12,5. Wie es genau verteilt war, weiß ich jetzt gerade nicht, aber der ist auf jeden Fall voll drin, und das wird für Koblenz auf jeden Fall eine interessante Paarung, denn wie schon angesprochen, wir schauen dann auch nach der Pressekonferenz nochmal auf die Tabelle, können die Koblenzer sogar noch bis auf Platz 8 zurückfallen. Sie haben nur einen Sieg Vorsprung vor Hanau, die aktuell auf dem 8. Platz unterwegs sind. Und ja, es ist nur noch ein Spieltag und sie müssen noch gegen Gießen ran. Die sind aktuell auf Platz 3. Also das wird nochmal eine haarige Situation für Koblenz. Ja, sehr haarig. Du musst auch mal wieder zum Friseur. Ich ja, merke schon. Ich hab's schon hinter mir. Ich bin auch hier, ne? Ich werde immer ein bisschen dichter. Gib mir bitte die Nummer. Ich kann die Nummer geben. Jana heißt die gute Frau. Im August habe ich einen Termin. Ach, ist doch Quatsch. Aber ist okay. Wenn du so lange warten kannst, ist es für mich auch okay. Wir warten immer noch auf die Trainer. Ich glaube, Danny Rodriguez, der ist jetzt schon so langsam angekommen. Aber dreht da nochmal eine Runde. Wir sehen ja auch nochmal die Dresden Titans. Vielleicht schauen wir uns jetzt einfach nochmal die Tabelle an. Können wir die Zeit nochmal ein bisschen überbrücken. Ich aktualisiere das Ganze mal. Mal sehen, ob es schon drin steht. Wir haben Philipp Lieser aber am Mikrofon. Das heißt, ja, ich switch einfach mal wieder zurück und
wir hören mal dem Philipp Lieser zu. Ja, es ist ja nicht nur heute das Spiel gewesen, Dresden gegen Koblenz. Ich hatte es ja schon in der Anmoderation mitgesagt. Es ist ja das Wiedersehen mit dem Mannschaftskapitän von 2013 bis 2016 für die Titans aktiv gewesen. 84 Spiele, 894 Punkte markiert. Ganz, ganz weit vorne mit in der, im All-Time-Ranking mit dabei. Ja, wie fühlt es sich an heute, die Rückkehr hier nach Dresden? Ja, war natürlich... erstmal danke dafür auch, dass für die schöne Anmoderation im Warm-up. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Natürlich hätte ich mich mehr gefreut, wenn Fans da wären, aber so ist die Situation gerade und dafür können wir alle nichts. Es war sehr, sehr schön, wieder in der Margon Arena zu sein. Ich habe hier unfassbare Momente. Ich würde sagen, das sind die schönsten Momente meiner Karriere, die ich hier verbracht habe, die schönsten Jahre meiner bisherigen Karriere. Hoffentlich sind da noch ein paar Jahre drin. Habe mich mega gefreut, hier Brian wiederzusehen, Max von der Wippel wiederzusehen. War sehr schön, wieder hier zu sein und bekannte Gesichter wie Markus oder der Hallenwart, Jens und Frank hier. Genau, also war sehr, sehr schön, wieder hier zu sein, ja. Ganz kurz zu dir persönlich, im Privatleben ist ja auch gerade richtige Highlights mit angesagt bei dir. Ja, das stimmt. Vor genau einer Woche kam mein Sohn zur Welt. Super, super schöner Moment. Also, hat halt dazu geführt, dass ich ein bisschen Trainingsrückstand habe, leider Gottes. Und ich glaube, das hat man heute gesehen, dass da so ein bisschen noch die Absprache gefehlt hat. Ich meine, beim letzten Play da haben wir auch schon gesehen, Pick and Roll, und wir machen da Fehler, das eigentlich nicht passieren kann und die eigentlich nicht passieren können. Und ich glaube, dass wir halt diese Fehler einfach nur korrigieren müssen. Das sind Kleinigkeiten eigentlich. Und ich glaube, man hat gesehen in der zweiten Halbzeit, dass wir auch als Team auftreten können. Und da müssen wir jetzt anknüpfen, wenn wir in den Playoffs erfolgreich sein wollen. Also dann sage ich mal, wenn man trotz dieser ganz kurzen und schlaflosen Nächte Topscorer mit von Koblenz wird, ist es erstmal eine tolle Leistung. Alles gut, und wie du es gesagt hast, vielleicht sieht man sich ja zu den Playoffs wieder. Kommt gut und sicher nach Hause und viel Spaß jetzt mit der neuen jungen Familie. Vielen Dank, und ich wollte auch Danke sagen für die schönen Jahre, die ich hier hatte, auch an die Titans-Fans. Danke und liebe Grüße an alle, die gerade gucken. Danke. Ja, er wurde ganz schön vermisst, als da die Nachricht kam, dass er in der Pro A nicht mehr für Dresden spielen wird. Da waren schon einige Fans und Kollegen, Mitspieler und Trainer traurig, aber sportlich gesehen war es wohl die richtige Entscheidung, und vielleicht kommt er auch nochmal wieder. Dresden, Philipp, ist eine sehr lebenswerte Stadt, auch als Familie. Ja, und so weit weg seid ihr ja gar nicht. Und wir haben, glaube ich, jetzt den Head Coach der Gäste parat, danach nochmal Fabian Strauß, dann gehen wir nochmal kurz auf die Tabellensituation, die mögliche Playoff-Konstellation auch ein. Aber bis dahin hoffen wir natürlich auf spannende und interessante Worte von beiden Trainern. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge von Philipp Lieser gehört, der ja die Heimkehr heute hatte, die Rückkehr wieder mal an seine alte Wirkungsstätte, wo er 3 Jahre aktiv war. Und jetzt natürlich die 40 Minuten nochmal aus Gästetrainersicht. Ja, wir haben das Spiel am Anfang verschlafen, gerade in der Verteidigung. Ich weiß nicht genau, wie viel es waren, aber 48 Punkte ist einfach zu viel. Wir haben große Probleme in der Abstimmung gehabt, gerade in unserer Zonenverteidigung. Wir haben uns vorgenommen, eine 3-2 zu spielen, hat aber gar nicht geklappt. In der zweiten Halbzeit kamen wir dann mit einer ganz anderen Einstellung raus, haben viel mehr Energie gehabt. Das hilft uns generell, und wir sind eine Mannschaft, die von dieser Energie lebt und die einfach einen schnellen Basketball spielt. Und das haben wir in der ersten Halbzeit einfach nicht auf den Floor gebracht. Die erste Halbzeit, wie Sie gesagt haben, so ein bisschen verschlafen, ist ja irgendwo wie auch ein Rückblick auf die anderen Spiele, wo man zur zweiten Halbzeit jetzt auch immer aufgetaut ist. Also in den letzten Spielen war ja die zweite Halbzeit auch immer stärker. Die heute aber war doch ein bisschen zu viel in der ersten Halbzeit. Ja. So das Gesamtpaket? Ja, also ich habe zu der Mannschaft schon gesagt, wir haben sehr, sehr stark in der Saison angefangen mit 8-2. Dann hatten wir 4 längere Verletzungen. Jetzt haben wir nochmal 3 neue Spieler dazu bekommen, mit Philipp, Bill und Toni. Und für uns ist das jetzt im Prinzip seit den letzten 3 Wochen wie eine neue Vorbereitung. Wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit bis zu den Playoffs. Bis dahin muss die Mannschaft nochmal verstehen, was meine Spielphilosophie als Trainer ist. Man hat es in der zweiten Halbzeit gesehen, und das gilt es jetzt über 40 Minuten zu machen.
Koblenz könnte man vielleicht, wir haben uns schon mal ein bisschen unterhalten, wie man Koblenz einschätzen könnte. Man hat irgendwo das Gefühl, es ist wie bei einem Formel-1-Auto, unheimlich viel PS unter der Haube, aber an der Feinabstimmung klemmt es noch so ein bisschen. Jetzt bestes Warm-up für die Playoffs gegen Gießen und dann möchte man was erreichen noch? Ja, wie ich auch schon davor gemeint habe. Wie gesagt, die 3 Wochen bis zum Playoffs nutzen wir jetzt noch als Vorbereitung. Das gilt auch gegen Gießen, das ist für mich jetzt ein reines Vorbereitungsspiel. Einfach nochmal, dass die Jungs, wie gesagt, die Verletzten alle zurück sind, dass die 3 Neuen sich einspielen und dann in den Playoffs schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Dann bedanke ich mich für die Einschätzung und eine gute und sichere Heimreise. Danke. Vielen Dank, Olaf. Ja, also das Ziel Aufstieg hat er jetzt nicht in den Mund genommen. Wir haben hier ein Interview mit Sportdirektor Thomas Klein, der da sagt, das ist aber das Ziel. Aber auch mal schön, jetzt die Worte vom Trainer zu hören. Gustav, deine Einschätzung, du hast ja nochmal die Zahlen offen. Ja, es wundert mich nicht, dass er jetzt nicht von Aufstieg und so weiter spricht. Er hat ja Playoffs gesagt, da müssen sie sich noch vorbereiten, sie haben noch 3 Wochen. Ich glaube, sie wissen, dass sie zur Tabellenspitze dazugehören könnten, wenn sie sich jetzt finden in nächster Zeit. Und wir können ja nochmal kurz schauen, wie es da gerade aussieht. Also Koblenz gerade mit nur noch einem Spiel natürlich übrig auf Rang 6. Das heißt, nach oben geht da nicht mehr so viel. Aber vielleicht ja auch noch Stabilisierung. Also vielleicht halten sie den 6. Platz. Sie könnten, wie gesagt, auch noch runterrutschen auf Platz 8. Hanau ja, muss noch gegen Coburg spielen, ein Spiel zumindest. Das heißt, es wird auch nochmal eng. Und wir sehen auch, hier oben ist es eng. Zwischen Coburg und Dresden wird der 1. und der 2. Platz am Ende entschieden. Dresden hat den Vorsprung, weil auch der direkte Vergleich da gewonnen wurde. Das heißt, einen von zwei der nächsten Partien müssen die Jungs noch gewinnen. Dann haben sie sich den 1. Tabellenplatz gesichert. Und dann haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, wer dann die möglichen Gegner sind. Darauf werden wir wahrscheinlich am Mittwoch dann auch nochmal eingehen. Da geht es ja hier zu Hause gegen Ulm. Ich glaube um 19 Uhr oder 19.30 Uhr. Also schaltet da gerne ein. Und wir haben natürlich auch den Head Coach der Dresden Titans nochmal unten stehen. Wir freuen uns auf die Einschätzung zum Spiel von Fabian Strauß. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie Fabian Strauß es gesehen hat. 81-79, knapper Sieg, über den man sich freuen kann, aber die Sorgenfalten werden, glaube ich, tiefer. Ja, natürlich ist es immer unschön, wenn sich ein Spieler verletzt, wenn sich ein Spieler wehtut. Letzte Woche erst Georg, jetzt heute Daniel. Ich glaube, es hat auch was mit der Belastung zu tun. Aber wie wir ja schon jetzt öfter in diesen Interviews hier gesagt haben, der Kader ist ja groß genug aufgestellt, damit man sowas auch mal kompensieren kann und muss. Und dadurch, dass die Playoffs offiziell erst in 3 Wochen losgehen, hoffe ich, dass wir bis dahin wieder alle an Bord haben. Kann man schon irgendwas zur ersten Diagnose sagen, auch wenn du kein Arzt bist? Aber du hast lange genug Basketball gespielt, wo man eventuell ein Gefühl bekommt für solche Verletzungen? Ich will jetzt nichts beschreien oder sagen. Fuß ist ein bisschen dick. Und wir werden morgen ins Krankenhaus fahren, röntgen lassen. Hoffentlich so früh wie möglich ein MRT kriegen, um zu sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen bei Daniel ansteht. Dasselbe gilt für Georg. Die können jetzt gefühlt miteinander die Reha machen. Hoffen wir nicht, dass es bloß ein Kurzzeitvergnügen ist, um es mal so zu bezeichnen, bei den beiden. Jetzt nochmal trotzdem die 40 Minuten starke erste Halbzeit und dann natürlich vielleicht auch Kräfteverschleiß. Lennart Larisch war der Einzige, der 40 Minuten durchgespielt hat, dass es dadurch eventuell hin raus immer knapper wurde. Ich weiß gar nicht, ob es daran gelegen hat am Ende. Ich glaube, wir haben in der entscheidenden Phase im 4. Viertel zu viele Offensive-Rebounds abgegeben. Und obendrein sind dann natürlich auch die Dreier bei Koblenz gefallen. Plus vorne noch bei uns, dass wir Würfe verweigert haben, was uns dann viel Energie und auch Kraft gekostet hat, weil man noch länger die Zeit runtergespielt hat und noch mehr Energie verbraucht hat. Deswegen gut, dass wir das über die Zeit gerettet haben. Respekt an Koblenz, dass sie das am Ende nochmal so fast geholt hätten, spannend gemacht haben. Und ich bin stolz auf die Jungs. Also, dann hoffen wir mal, dass das hier bei Daniel Kirchner nicht allzu viel Schlimmes passiert ist, dass wir ihn ganz, ganz schnell wiedersehen. Kurzes Kraftauftanken und dann sehen wir uns ja schon am Mittwoch wieder. Aber eins lässt sich auch schon sagen, Glückwunsch zur Vizemeisterschaft, denn das steht auf jeden Fall schon mal. Wir sind ja aber noch nicht fertig. Bis Mittwoch. Ja, ganz cool, kaut er da sein Kaugummi. Wir sehen hier nochmal Philipp Lieser, der nochmal zum Foto antreten darf. Julius Stahl darf nochmal die alte Crew um Hausmeister Jens, Brian Niesen und auch Philipp Lieser nochmal zu fotografieren. Ist nicht der Jens, oder? Du siehst, dann ist der Jens. Ich hau die Namen immer. Norbert, Jens und wen haben wir noch?
Du stehst auch auf dem Schlauch, ne? Ich bin schon woanders, Gustav. Ja, du bist schon woanders. Du willst schnell das Thema wechseln, bevor ich hier... Das ist okay. Wir schauen nochmal auf den Playoff-Baum und wir gehen jetzt mal einfach davon aus, die Dresden Titans gewinnen noch eins ihrer nächsten beiden Spiele und sind dann auf Platz 1 in der Pro B Süd. Würden also in der Gruppe 3 oben rechts antreten gegen Vierten aus der Pro B Nord. Das ist Sandersdorf aktuell immer noch. Gegen den Fünften aus der eigenen Staffel, das ist Ulm. Ja, da steht ja noch das Rückspiel aus am Mittwoch hier in der Margon Arena und auch gegen den Achten aus der Pro B Nord, das ist Stahnsdorf. Ich glaube, das ist eine Gruppe, die ist okay. Als Spitzenreiter ist, glaube ich, jede Gruppe okay. Und für Koblenz schauen wir mal auf Platz 6, wenn wir davon ausgehen, dass sie da bleiben. Dann sind sie in der Gruppe 2 unten links zusammen mit dem Zweiten aus der eigenen Staffel. Das wäre dann logischerweise Coburg. Also auch hart und nicht so leicht. Und gegen den Dritten aus der Pro B Nord, gegen Münster, die auch eine super Saison spielen, wird es auch sehr schwer. Und gegen den Siebten, gegen Köln, gut, da könnte man auf jeden Fall ganz gute Chancen haben. Ich glaube, das ist sowieso relativ offen. Aber das ist die aktuelle Konstellation. Und ja, ansonsten wäre das die Gruppe der Dresden Titans, diese Gruppe 2, logischerweise. Ja. Und vielleicht müssen wir den Playoff-Modus auch nochmal ganz kurz erklären. Das, ja, das wurde auch nochmal. Ich habe jetzt mal nebenbei in die Kommentare geschaut. Also die Fans wünschen sich das auch nochmal. Also vielleicht auch nochmal den Unterschied zum letzten Jahr oder die letzten Jahre. Wurde ja im Best-of-Three-Modus gespielt. Das heißt, man braucht zwei Siege, um in die nächste Runde einzuziehen. Und diejenige oder die Mannschaften, die ins Finale einziehen, die haben das Aufstiegsrecht für die Pro A. Und ja, im Finale wird dann letztlich bloß der Meister ausgespielt. Beide Mannschaften sind aufgestiegen. Das läuft in diesem Jahr ein kleines bisschen anders. Die Liga hat entschieden, aufgrund der aktuellen Situation, das in unterschiedliche Gruppen aufzuteilen. Jeder spielt gegen jeden genau einmal. Ja. Und die ersten zwei ziehen in die nächste Runde ein. Genau so ist es. Deswegen gibt es 4 Runden. Danach logischerweise gibt es nur noch 2 Runden. Gruppe 5 und Gruppe 6, die man hier in der mittleren Reihe sieht in der Abbildung, und da wird auch nochmal jeder gegen jeden einmal gespielt, und es ist auch immer so, dass der Erstgesetzte, also der Tabellenhöhere in der jeweiligen Gruppe, das Heimrecht hat. Das heißt, man hat als Gruppenerster jetzt auch für die Titans mindestens 2 Heimspiele, oder man hat genau 2 Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Das ist der Vorteil, den man am Ende hat in der Gruppe, und dann kann man es ja bis ins Halbfinale schaffen, und dort wird aber nochmal Hin- und Rückspiel gespielt. Das heißt, nicht nur eine Partie logischerweise, sondern zu Hause und auswärts. Und wenn man sich da im direkten Vergleich durchsetzt, dann ist man quasi aufgestiegen in die Pro A. Je nachdem, wie natürlich auch die Aufstiegsregelung dieses Jahr ist. Aber ich glaube, sie wird beibehalten. Und dann ja, gibt es das Finale. Wie du schon gesagt hast, so ein bisschen um die goldene Ananas geht es dann am Ende. Ja, und wir können uns nochmal verabschieden mit unserem Namen. Wir hoffen, euch hat es gefallen, Ihnen hat es gefallen zu Hause. Und wir sehen uns ja am Mittwoch schon wieder hier um 19. Ich gucke mal nochmal. Um 18 Uhr. Nein, das glaube ich Mittwoch. Nicht. Da muss ich ja noch arbeiten. Ja. Nee, warte mal, da gucke ich jetzt nochmal nach. Muss man mit dem Chef reden. Das ist hier wichtig. Ab 17.30 Uhr übertragen wir am Mittwoch gegen Ulm. Das wird auch nochmal ein richtiges Topspiel. Also das Hinspiel hatten wir erst vor wenigen Tagen. Das war doch jetzt eins der Spiele. Gegen Ulm ging es vergangenes Wochenende am Samstag auswärts. Haben wir 86-70 gewonnen. War eine tolle Leistung der Jungs. Georg Fuckmann hatte sich verletzt, das war nicht so schön. Aber Daniel Kirchner hat auch wieder eine super Partie gespielt. Und ich darf dich leider berichtigen, Gott sei Dank für mich. Ich kann 17 Uhr Feierabend machen und komme dann direkt in die Halle. Es geht 19 Uhr los. Am Mittwoch, dem 10.3. Entschuldigung. Ja, es wäre auch schwierig, glaube ich, für die Jungs, wenn die da, manche sind ja doch arbeiten, wenn die dann so 17.30 Uhr spielen müssten, wäre schon ein bisschen eng. Aber können wir euch beruhigen, 19 Uhr einschalten, und dann sehen wir uns wieder und können, das ist in Gottes Ohr und auch in Gottes Vermögen, ausschließlich natürlich die Meisterschaft perfekt machen, zumindest in der Pro B Staffel Süd. Wenn wir gewinnen, ist das Ding bei uns, und ansonsten haben wir noch das letzte Spiel gegen Hanau dann am, ich glaube, 20.3. Das wurde verschoben aufgrund von Quarantäneregelungen gegenüber Hanau. Also die Saison zieht sich noch ein kleines Stück, aber nächste Woche wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Vielen Dank fürs Einschalten. Gustav, wie immer, schnappst du dir die Kamera und schwenkst nochmal hier in die Halle. Das Livestream-Team
zeigt sich auch nochmal. Da hat unser Chef, also ich nenne ihn immer Chef, aber eigentlich ist es quasi unser Host vom Dienst, denn er macht alles, aber er macht es richtig gut. Er liefert hier die ganze Technik, die Replays kommen von ihm, das hat er möglich gemacht, und Fritz und auch Ralf an der Regie, an den Kameras. Unser Drohnenflieger Tim packt da das Ding weg, den mit wichtigsten Koffer der Partie, und wie immer, Jan, kriegst du die Abschlussworte. Wir sehen uns am Mittwoch, bleibt gesund, bis dahin, ciao.